Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, guten Morgen. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer, 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, und das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag an der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung und dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet. Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer, denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir da stehen, wo wir sind, liegt daran, dass diese Regierung von Tag 1 an einen konsequenten Kurs gefahren hat und wusste, wohin sie will und weiß, was die Not des Tages erfordert, nämlich ein Bekämpfen der aktuellen Krise bei Beibehalten der strukturellen notwendigen Veränderungen, die dieses Land in die Zukunft führen wird. Deswegen haben wir immer alle Maßnahmen mit der notwendigen Transformation kombiniert. Die Energieeffizienz, der Ausbau der Erneuerbaren war immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen, erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützung mehr bekommen? Es zeigt, wes fossilen Geisteskind Sie noch immer sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter das Oppositionsgeklinge und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden. Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann, und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg, aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich 2 Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Wir werden auch beim Gaspreis etwas machen müssen, wenngleich komplizierter. Aber es ist nicht richtig, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo wir es für jeden Preis einkaufen. Wir werden auch dort Mechanismen finden und den Gaspreis herunterbringen. Wir stoppen damit den Abfluss des Geldes ins europäische oder ins globale Ausland. Und wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, verkennt, in welcher Phase wir uns eigentlich befinden.
bis wir die Preise runterbekommen haben, und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen, und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die Kleinen und die KMUs unter diesen Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenoffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es kann also keine Dauersubvention sein. Aber dieses Programm wird aufgelegt werden, und es wird der deutschen Wirtschaft den Weg in diese neue Zukunft erleichtern bzw. dafür sorgen, dass wir ihn gehen können. Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht alle Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen, ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren, und so die Unternehmen stützen können, beziehungsweise Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert, erfasst werden. Und fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Und deswegen müssen wir das, was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Mit Kritik an der Union, an, wie er sagt, fehlender Selbstkritik bezüglich der Energiepolitik der vergangenen Jahre, hat der Bundeswirtschaftsminister Habeck die Debatte über seinen Etat für 2023 eröffnet. Energie in allen Facetten wird beherrschendes Thema dieser Aussprache sein. Auch in der ersten Rede aus der Opposition. Und da steht schon bereit Jens Spahn, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jede Kilowattstunde zählt. Das ist Ihr Mantra in dieser Krise, Herr Minister. Damit begründen Sie Duschtipps und Einsparverordnungen. Denn wenn in dieser Krise aber jede Kilowattstunde zählt, dann müssen wir schon fragen, ob dieses Mantra, dieses Motto auch für Ihre Regierung und Ihr Handeln gilt. Denn wenn jede Kilowattstunde zählt, dann zählt auch jede Form der möglichen Energieerzeugung, die hier in Deutschland möglich ist. Und da tun Sie nicht. Da tun Sie nicht, was geht. Sie nutzen das Potenzial von Biomasse, Biogas nicht. Sie haben unseren Antrag im Juli hier abgelehnt. Im Sommer haben Sie gesagt, jetzt wollen Sie es doch tun. Einen konkreten Regelungsvorschlag haben wir bis jetzt nicht. Wir nutzen die erneuerbaren, klimaneutralen Möglichkeiten beim Biogas seit Monaten nicht. Und das ist Ihr Versäumnis. Kohle. Wir haben hier im März gesagt, Kohlekraftwerke aus der Reserve hochfahren, um beim Gas die Verstromung runterzufahren. Da haben Sie noch gelacht. Im Juli haben Sie dann die Gesetze geändert, um es tun zu wollen, muss man ja sagen. Mittlerweile, 2,5 Monate später, sind zwei Kohlekraftwerke nur neu am Netz wegen Ihrer bürokratischen Vorgaben, weil Sie zu spät gehandelt haben. Wenn jede Kilowattstunde zählt, dann hätten diese Kohlekraftwerke schon längst am Netz sein müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und dann Kernkraft. 6 Monate Debatte mit Verschleppen, Falschaussagen, Streit. Sie hätten am Montagabend einen Befreiungsschlag machen können für Klima, Schutz und Versorgungssicherheit. Stattdessen haben Sie das Chaos perfektioniert. Sie handeln gegen die Empfehlung des Stresstests, der ausdrücklich sagt, die 3 Kernkraftwerke im Streckbetrieb zu lassen. Sie haben uns immer gesagt, das ginge nicht. Personal, man müsse Gesetze ändern, Sicherheitsanforderungen. Jetzt machen Sie genau das. Sie ändern das Gesetz, Sie halten das Personal, Sie stellen die Sicherheit sicher, nur Sie produzieren keinen Strom. Das ist das Problem an Ihrer Lösung. Familien, Handwerker, Pflegeheime haben jeden Tag Stresstests seit Monaten. Die können nämlich ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Und Stromrechnungen, Strompreise sind deswegen hoch, weil das Angebot in Europa zu niedrig ist. Und das heißt, jedes Kraftwerk muss ans Netz. Aber Herr Minister, das Kernkraftwerk in Lingen, das ist nur wirklich die Spitze des Irrsinns. Sie wollen, das ist der Vorschlag, Ölkraftwerke auf Schiffen zu teuren Preisen anmieten, um im Norddeutschland die Netzstabilität zu gewährleisten, anstatt das klimaneutrale Kernkraftwerk laufen zu lassen. Wer hier den Geist von fossilen Energien hat, das können wir da gerne mal diskutieren. Nur weil Ihre Wahlkämpfer in Niedersachsen Bye-Bye Atom auf die Plakate geklebt haben, lassen Sie als grüner Klimaminister lieber Ölkraftwerke auf Schiffen laufen, anstatt ein sicheres Kernkraftwerk. Und ich finde, das ist Harakiri in der Lage, in der wir aktuell sind. Und Gaspreise, das ist die Leerstelle auch Ihres Entlastungspaketes. Beim drängendsten Thema von 20 Millionen Deutschen und vielen Unternehmen nichts, keine Lösung. Stattdessen die Gasumlage. Wie sagte jemand so treffend, Deutschland ist, wenn die Regierung plant, per Umlage auch Konzerne mit Milliardengewinne zu subventionieren, dafür dann die Mehrwertsteuer gesenkt wird, um von der Umlage betroffene Verbraucher zu entlasten, um dann über eine Übergewinnsteuer die Unternehmen, die profitieren, dann wieder zu belasten. Stoppen Sie diese Chaosumlage, stoppen Sie diesen Irrsinn, stimmen Sie nachher unserem Antrag zu, das aufzuheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und geben Sie vor allem den Menschen Sicherheit für diesen Winter bei Gas und bei Strom. Strompreisbremse, keiner weiß wann, in welcher Höhe, beim Gas gar kein Angebot. Für jeden Haushalt verlässlich einen Grundbedarf, 75% des Vorjahresverbrauches definieren und Sicherheit geben für diesen Winter. Das bräuchten wir dringend. Denn, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steht ein schwerer Winter ins Haus. Deutschland und die Deutschen werden ärmer jeden Tag wegen hoher Gas- und Strompreise. Wir sollten alles tun, soziale Not zu lindern, Familien, Handwerkern, der Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Wir haben Ihnen mehrfach angeboten. Jetzt warten Sie doch mal. Wir haben Ihnen mehrfach angeboten, Herr Minister, in dieser schweren Zeit mit in die Verantwortung zu gehen, Kompromisse zu suchen. Das haben Sie abgelehnt. Sie sind Ihren Weg gegangen, und das, finde ich, haben Sie gerade auch in der Art noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Das ist Ihr gutes Recht. Sie haben die Mehrheit. Aber damit ist eins auch klar. In diesem Winter sind Höchstpreise bei Strom und Gas. In diesem Winter ist die Unsicherheit von Millionen Menschen im Land. Ist jeder Strom- und Gasausfall, ist jede Insolvenz und jede Betriebsaufgabe dann auch Ihre Verantwortung. Reden Sie sich nicht mit 16 Jahren raus. Es geht hier um Ihr Krisenmanagement seit 6 Monaten. Darum geht es. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts mehr als Zuversicht und Zusammenhalt. Deutschland und die Deutschen bräuchten in dieser Lage nichts mehr als Zuversicht und Zusammenhalt. Und Sie müssen sich die Frage stellen, ob die Entscheidungen, die Sie treffen, und die Art, wie Sie Politik machen, wirklich geeignet sind, Zuversicht und Zusammenhalt im Land zu stärken. Mein Eindruck ist das nicht. Jens Spahn mit deutlichen Worten aus seiner Perspektive in Richtung Regierungsbank und in Richtung Ampelkoalition. Das war ein bisschen absehbar, wie diese Debatte hier verlaufen wird zum Etat des Wirtschaftsministers. Aber Sie merken, das Thema Energie ist
tatsächlich das Beherrschende hier heute. Nächster Redner wird Matthias Mirsch sein, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Und mit großem Interesse wird übrigens auch der Redebeitrag von Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion erwartet. Die ist in Kürze schon dran. Erstmal Matthias Mirsch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Spahn, Sie haben eben gewünscht, dass wir auf Sie hören, dass Sie mit Verantwortung übernehmen können. Sie haben viele Jahre hier Verantwortung getragen. Und sicherlich war nicht alles schlecht in der Großen Koalition. Aber das Thema Energiepolitik, wenn dort eine Ampel die letzten 16 Jahre regiert hätte, wären wir jetzt tatsächlich zukunftsfest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie auch jetzt noch in die Verantwortung gehen wollen, dann sage ich Ihnen, ich bin heilfroh, dass Sie es nicht sind. Nun ist das energiepolitisch bei Ihnen nicht so. Sie haben einen anderen Fachbereich gehabt. Deswegen nehme ich Ihnen das nicht so ganz übel. Aber hier so dicke Sprüche zu machen und dann Vorschläge zu machen, die dieses Land bereits im Frühjahr in die Knie gezwungen hätte, da finde ich, eine gewisse Selbstreflexion wäre angesagt. Und Herr Merz, als Partei- und Fraktionsvorsitzender, der gestern große Worte findet, Sie haben hier im März, deswegen kann man sich's gut merken, der Märzspruch, Sie haben hier im März ein Gasembargo gefordert. Es wäre keine Möglichkeit gewesen, die Speicher zu füllen. Die Preise wären vorher schon explodiert, wenn wir Ihnen die Verantwortung gegeben hätten. Das ist die Wahrheit, und damit müssen Sie sich auseinandersetzen und nicht einen Bundeswirtschaftsminister kritisieren, der Tag und Nacht versucht, auch Versäumnisse Ihrer Politik wettzumachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber richtig ist, wir leben in Zeiten, die diese Gesellschaft auch vor große Herausforderungen stellt. Und wir wissen gestern wieder einmal, dass es Gruppen in diesem Haus gibt, die sagen, es muss diesem Volk schlecht gehen, weil wir dann politisch Profit daraus ziehen wollen. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Merz, dass Sie gestern noch mal bekannt haben, alle demokratischen Parteien müssen hier zusammenhalten, und dieser Populismus darf nicht durchgehen. Aber wenn man diesen Populismus bekämpfen will, dann muss man sehr aufpassen bei der Argumentation, die man hier als Opposition vorbringt. Denn die Menschen haben zu Recht, finde ich, die Erwartung, dass wir hier streiten um den besten Weg. Aber wir müssen auch um belastbare Lösungen streiten. Und ich will Ihnen das an dieser Stelle sagen. So wie Sie mit dem Thema Atom in den letzten Monaten umgegangen sind, ist es für mich reiner Populismus. Die Atomkraft als Lösung in dieser Phase zu sehen, ist eine Sackgasse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum haben wir denn das Problem? Weil augenblicklich 32 der 56 Atomkraftwerke in Frankreich nicht am Netz sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum haben wir ein Problem im Süden Deutschlands? Weil Ihre Regierung in Bayern alles unterlassen hat, was am Thema Erneuerbare notwendig gewesen wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie suggerieren, durch die Zuschaltung und Laufzeitverlängerung von drei Atomkraftwerken würde sich beim Preis etwas ändern, dann machen Sie den Menschen etwas vor. Atomkraft ist nicht preismindernd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt nur einen Weg, augenblicklich die Preisspirale in den Griff zu bekommen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat zu Recht darauf hingewiesen, es muss ins System eingegriffen werden. Und deswegen ist es richtig, was am Samstag beschlossen worden ist. Und wenn Sie sagen, ja, wir machen das mit dem Stresstest und dann muss es noch eine Laufzeitverlängerung geben, dann will ich Ihnen schon sagen,
Es ist 11 Jahre her. 11 Jahre. Da hat die Bundeskanzlerin Merkel an dieser Stelle gesagt, in Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernkraft nicht sicher beherrscht werden können. Daraus ist eine Riesendiskussion entstanden, und wir haben alle in diesem Haus den Ausstiegsbeschluss einvernehmlich gefasst, weil wir wussten, dass Atomkraft keine Lösung ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich unterstelle Ihnen, Sie haben es aus machttaktischen Gründen gemacht. Sie sind nie davon überzeugt gewesen. Und deswegen kommt jetzt sofort wieder eine Scheinlösung, die Sie hier präsentieren, weil Sie parallel dazu die letzten Jahre eben alles auch getan haben, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie suggerieren, dass Sie durch die Laufzeitverlängerung Versorgungssicherheit sicherstellen könnten, dann sage ich Ihnen, setzen Sie wieder aufs falsche Pferd. Was wir brauchen, ist in der Tat die Reservekraft, die wir jetzt bei Kohle zur Verfügung stellen, auch das Schöpfen von Biogas etc., aber den maximalen Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Monaten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das sage ich für die SPD-Fraktion, auch hier im Bereich der Wärme muss das, was die Regierung vorgedacht hat beim Thema Strompreis, auch Realität werden. Auch beim Thema Gas, auch beim Thema Wärme brauchen wir systemische Eingriffe in den Markt. Wir können nicht gegensubventionieren, wenn Preise explodieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind sicher, dass die eingesetzte Kommission, denn nichts ist trivial, aber in den nächsten Wochen belastbare Vorschläge diesem Parlament macht, damit wir auch Wärme in den Griff bekommen und für Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen Sicherheit in diesem elementaren Bereich gewährleisten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir wissen auch, dass alles besser ist, wenn wir es europäisch machen. Und deswegen, lieber Robert Habeck, alles Gute für morgen. Die Europäische Union, das will ich hier betonen, steht vor einer großen Belastungsprobe. Es muss geliefert werden. Wenn nicht geliefert wird, müssen wir hier nationalstaatlich in diesen Elementen vorgehen. Das steht für uns als sozialdemokratische Fraktion fest. Energie ist Daseinsvorsorge. Wir brauchen einen starken Staat, der den Menschen jetzt Sicherheit gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, nennt den Versuch, eine mögliche Energielücke mit Atomenergie zu schließen, eine Sackgasse und eine Scheinlösung. Es ist hier viel Vergangenheitsbewältigung auch in dieser Debatte. Nächster Redner, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion, live Erik Holm. Guten Morgen, liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, Sie haben von der fehlenden Selbstkritik der Union gesprochen. Da sind wir uns völlig einig. 16 Jahre lang haben Sie an diesem Murks mitgewirkt. Aber ich vermisse bei Ihnen auch nur ein kleines bisschen Selbstreflexion im Angesicht des Murks, den Sie hier noch schlimmer betreiben in dieser Ampelregierung. Die verkorkste und unsoziale Gasumlage, die Abschaltung moderner Kernkraftwerke, das unsinnige Insolvenzgeplapper bei Maischberger. Die letzten Tage haben doch klar gezeigt, dieser Minister und diese Regierung, sie können das einfach nicht. Wir werden regiert von energiepolitischen Geisterfahrern. Selbst jetzt, im Angesicht von Preisexplosionen und dramatischen Knappheiten, bleiben Sie weiter auf der Gegenfahrbahn und wollen den Energiewende-Wahnsinn noch weiter treiben, während Sie funktionierende Kraftwerke abschalten. Das kann man doch wirklich niemandem erklären. Was sind hier für Traumtänzer unterwegs? Machen Sie die Augen auf! Millionen Bürger haben Angst, ihre Rechnungen für Strom und Gas bald nicht mehr bezahlen zu können. Immer mehr Unternehmen gehen in die Insolvenz. Ein Anstieg wird erwartet für Oktober von 1/3, sagt das Leibniz-Institut. Hakle, Görz waren die ersten Vorboten. Gestern Dr. Schneider. In meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern steckt fast die Hälfte der Bäckereien schon in finanziellen Schwierigkeiten wegen der explodierenden Preise. Und Sie erklären denen im Fernsehen, Herr Minister, dass Sie gar nicht in Insolvenz müssten, sondern ja mal vorübergehend die Produktion einstellen könnten. Das wirkt nicht nur schräg, sondern kommt als Hohn an bei Unternehmen, die tagtäglich um ihre Existenz kämpfen.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Unternehmen und ihre Mitarbeiter wissen kaum noch, wie es weitergehen soll. Und Sie wollen die sichersten und modernsten Kernkraftwerke der Welt abschalten, die zur Senkung des Strompreises hätten beitragen können. Mehr Angebot bedeutet geringere Preise. Es wäre so einfach gewesen. Sie hätten einfach diese Ankündigung am Montag machen können, Laufzeitverlängerung, und sofort wäre der Future-Strompreis fürs nächste Jahr gefallen. Das wäre schnelle Hilfe für die Bürger gewesen und für die Unternehmen. Und Sie verweigern diese Hilfe. Damit treiben Sie immer mehr Bürger und Unternehmen in existenzielle Not. Man muss es klar sagen, die Preistreiber, die sitzen hier vorne auf der Regierungsbank. Unsere Nachbarländer bauen ihre Kapazitäten aus. Wir bauen sie ab. Was ist daran solidarisch, Herr Minister? Das ist doch keine Solidarität, das ist das Gegenteil. Wir sind die Energieparasiten dieses Europas. Das ist schlimm, peinlich. Stattdessen setzen Sie auf ein Entlastungspaket, das allein die Symptome bekämpft und wieder viele außen vor lässt. Die Unternehmen, die von der Mehrwertsteuersenkung bei der Gasumlage gar nichts haben, zum Beispiel. Viele Fleißige, die noch jeden Tag zur Arbeit fahren für wenig Geld, aber nichts von ihren Zuschüssen haben, weil sie eben noch arbeiten gehen. Das ist nicht gerecht. Und was ist mit den Menschen auf dem Land? Denen haben Sie 3 Monate ein Trostpflästerchen gegeben. Tankrabatt ist schon wieder vorbei. Warum eigentlich? Das war eine sinnvolle Maßnahme. Wir müssen runter von den Energiesteuern. Das ist das Einzige, was der Staat an dieser Stelle machen kann, um die Inflation einzudämmen und den Bürgern mehr Geld in der Tasche zu lassen. Diese Energiesteuersenkung beim Tanken, sie muss kommen, sie muss bleiben, dauerhaft. Es kommt nichts von Ihnen. Meine Damen und Herren, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Die sind jetzt zu treffen. Die Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Und die 3, die vom Netz genommen wurden im letzten Jahr, müssen wieder angefahren werden. Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen auch keine vorschnellen Sanktionen, die nur uns selber schaden. Und wir brauchen keine Steuern und Abgaben auf Sprit, auf Gas und Strom, die den Menschen kein Geld mehr in der Tasche lassen. Runter mit den Energiesteuern. Das kann der Staat jetzt tun. Das muss er tun. Ihr Weg führt geradewegs in die Katastrophe, wenn Sie den weitergehen. Übrigens, die Bäcker, letzter Satz, die Bäcker in Norddeutschland gehen heute auf die Straße und sagen, bei uns gehen bald die Lichter aus. Und wenn Sie so weitermachen, dann wird es in Deutschland nicht nur symbolisch, sondern wirklich zappenduster. Vielen Dank. Der Bundestag berät und diskutiert in erster Lesung über den Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da habe ich garantiert nicht alle Debatten zum Etat des Wirtschaftsministeriums gesehen. Aber ich wage mal die These, das hier ist eine der lebendigsten und ein bisschen auch aufgeregtesten, die wir heute haben. Carsten Klein ist der nächste Redner. Er ist Obmann im Haushaltsausschuss und kommt aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stabilität der Gesellschaft, der soziale Frieden, die wirtschaftliche Entwicklung und der Wohlstand sind durch die Inflation gefährdet. Inflation sorgt für Unsicherheit, steigende Kosten, gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit auch die Arbeitsplätze. Jetzt ist es außer Frage, dass die originäre Aufgabe zur Preisentwicklung, zur Preissteigerungsbekämpfung die EZB hat, die Europäische Zentralbank. Aber jetzt sind wir keine Zuschauer. Auch wenn wir natürlich der Meinung sind, dass die EZB viel zu zaghaft, viel zu langsam reagiert hat. Aber deshalb müssen wir auf der politischen Bühne trotzdem die Bekämpfung der Inflation flankieren. Und das tun wir, Herr Minister, durch 2 Maßnahmen. Das eine ist die Schuldenbremse und das andere ist die kalte Progression. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass wir keine expansive Ausgabenpolitik haben. Denn es wäre fatal, wenn der Staat die Nachfrage nach knappen Gütern auch noch anheizt. Deshalb ist die Schuldenbremse ein wichtiges Instrument zur Inflationsbekämpfung. Und die Bekämpfung der kalten Progression, die führt dazu, dass die Lohnerhöhung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Menschen ankommt, statt beim Staat. Und sie verhindert, dass es zu einer Lohnpreisspirale kommt. Und deshalb, Herr Minister, brauchen wir für die Inflationsbekämpfung einen klaren Kurs und auch eine klare Unterstützung des Wirtschaftsministers, weil die Inflation so eine große Gefahr für die Wirtschaft darstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zweite Thema, was ich ansprechen will, ist natürlich die Energieversorgung. Energiesicherheit, dass Energie überhaupt zur Verfügung steht, das vergessen ja manche, und auch die Bezahlbarkeit der Energie.
Und weil es in Deutschland in der Diskussion ja so ein bisschen in Vergessenheit gerät, der Ausgangspunkt für die Energieproblematik, die wir haben, ist der verbrecherische Krieg von Wladimir Putin in der Ukraine. Und das ist, dass Wladimir Putin Energie als Waffe gegen unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft einsetzt. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung hier, wie man der ein oder andere behauptet, die Preise irgendwie anfachen würde, sondern der Grund dafür sitzt in Moskau. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen ja eine ganze Anzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, um die Preisentwicklung abzudämpfen. Bei der Versorgungssicherheit will ich in der Kürze nur auf die LNG-Terminals eingehen, die in den nächsten 10 Jahren 2,7 Milliarden Euro kosten werden, oder dass wir es ermöglicht haben, für 15 Milliarden Euro Gas zu beschaffen, das in unsere Gasspeicher eingelagert werden kann. Und wir werden in den Haushaltsberatungen, Herr Minister, auch dafür Sorgen tragen, dass der Speicher, der für Bayern zuständig ist, aber in Österreich sitzt, auch eine Einspeisung erfährt. Aber wir müssen natürlich weiterhin die Preise im Blick haben, Herr Minister. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die jetzt beschlossene Strompreisbremse am Wochenende auch schnell umgesetzt wird. Denn wir wollen, dass diese negative EEG-Umlage, die Entlastung bei den Haushalten und bei den kleinen und mittleren Unternehmen, bei dem Bäcker und Metzger auch ankommen, weil wir die eben in dieser Krise nicht vergessen und uns wichtig sind. Aber dazu, Herr Minister, gehört aus, dass wir Druck aus dem System insgesamt nehmen. Wir verstromen immer noch zu viel Gas. Wir erzeugen zu viel Strom aus Gas, und deshalb müssen wir das substituieren durch mehr Kohle und durch mehr Atomkraft. Ein Reservebetrieb am Anfang des nächsten Jahres ist zu wenig. Wir brauchen einen Weiterbetrieb dieser Realität, müssen Sie sich stellen. Und natürlich, neben den kleinen und mittleren Unternehmen, haben wir auch den Blick auf die großen und energieintensiven Unternehmen. Dafür haben wir ein großes Paket auch geschnürt mit 4 Milliarden Euro im Haushalt, um diese Unternehmen zu unterstützen. Jetzt steht es außer Frage, und deshalb hätte ich schon ein bisschen mehr Demut auch von der Union erwartet. Sie haben ja sehr große Baustellen übernommen von Ihrem Vorgänger. In jeglichem Bereich große Herausforderungen, Daueraufgaben, Klimawandel, Energiewende, Fachkräftesicherung, auch im Bereich der Raumfahrt, die großen Posten finanziell auch in Ihrem Etat, in dem wir in den letzten 4 Jahren eine Schlafwagenpolitik erlebt haben. Wir haben Bundesrechnungshofberichte, in denen klar drinsteht, dass bei der Wirksamkeit der Einsetzung von Steuermitteln, und Sie haben erhebliche Steuermittel jetzt auch wieder zur Verfügung mit 13 Milliarden Euro, 1,7 Milliarden Euro mehr als im 2022, dass bei diesem Einsatz der Steuermittel nicht wirksam vorgegangen wird, nicht koordiniert vorgegangen wird. Das hat Ihr Vorgänger Ihnen als große Baustelle überlassen. Aber ich erwarte auch von Ihnen, Herr Minister, dass Sie diese Probleme in Ihrem Haus abstellen. Denn letztendlich haben die Bürgerinnen ein Anrecht darauf, dass wir natürlich die Energiesicherung, die Energieversorgung sicherstellen, aber dass wir auch mit den Steuermitteln am Ende wirksam und zielgerichtet vorgehen und diese verausgaben. Und dafür werden wir in den Haushaltsberatung sicher noch einiges zu tun haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein war das, Obmann der FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss. Und wie schon vorhin mal angekündigt, mit einem etwas größeren Interesse erwartet, Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion. Und das größere Interesse bezog sich auf die eigenen Reihen vor allem. Ihre eigenen Reihen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshaltungskosten, vor Horrorabrechnungen und immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz. Und auch wenn es sich noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat, in Schlüsselindustrien werden Betriebe reihenweise schließen, schreibt das Handelsblatt. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz anmelden. Sie sind das beste Beispiel dafür. Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann, das verschwindet vom Markt. Und das heißt eben schlicht im Klartext, wenn wir die Energiepreisexplosion nicht stoppen, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Und die hohen Energiepreise
viel höher als in vielen anderen europäischen Ländern. Die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Die sind doch das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis ihrer völligen Rückgratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Krisenprofiteuren. Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben dieses Marktversagen längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern darauf reagiert. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4% begrenzt. Da sind Sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Verhandlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet rund 40 Cent in Frankreich weniger als bei uns. Und der Beitrag des hochkompetenten deutschen Wirtschaftsministers zur Energiekrise? Er lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben, das die Bürgerinnen und Bürger, die Familien und Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur Kasse bitten wird. Also da muss man wirklich sagen, auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur. Weil sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Fracking-Gasanbietern, die aktuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen. Klar, so kann man die Gasspeicher auch füllen. Aber den Ruin von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Ich meine, dass der Gasverbrauch der Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, das liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen. Das liegt doch daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Und bevorzugtes Ziel von Produktionsverlagerungen ist übrigens neuerdings wieder die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen 8-mal so hoch ist wie in Übersee. Make America great again. Tolle Strategie für eine deutsche Regierung. Der Hauptgeschäftsführer des DHK geht davon aus, dass Deutschland bei Fortsetzung der jetzigen Strategie in wenigen Jahren 20-30% ärmer sein wird. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch noch russische Energie. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Verhandeln wir mit Russland über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Wie machen sich doch uns etwas vor. Und lieber Herr Habeck, es mag ja sein, dass Ihnen auch egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, ihren bescheidenen Wohlstand und ihre Zukunft zu zerstören. Und deshalb treten Sie zurück, Herr Habeck, denn Ihre Laufzeitverlängerung, die führt mit Sicherheit zum Super-GAU der deutschen Wirtschaft. Dankeschön. Mit einer Rücktrittsforderung an Bundeswirtschaftsminister Habeck endet die Rede von Sarah Wagenknecht aus der Linksfraktion, die sich Deutschlandführer einen Wirtschaftskrieg gegen, Zitat, unseren wichtigsten Energielieferanten. Diese Perspektive hat sie hier im Plenum einigermaßen exklusiv. Felix Banaschak aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Debatte gab, ob Sie die oberste Kreml-Lobbyistin Sarah Wagenknecht in dieser Rede reden lassen wollen. Ich sage mal in aller Verbundenheit, das war eine dumme Idee. Eine richtig, richtig schlechte Idee.
Herr Spahn, Sie haben gerade 6 Monate mit 16 Jahren verglichen, und ich übersetze das mal in die gleiche Einheit. 192 Monate hat die unionsgeführte Regierung alles dafür getan, den Ausbau der Erneuerbaren zu verschleppen, den Ausbau der Stromnetze zu verschleppen, insbesondere bei Ihnen in Bayern, Herr Dobrindt. 192 verlorene Monate, und das bis heute. 5 Minuten hatten Sie zur Verfügung, kein Wort zum Ausbau der Erneuerbaren, kein Wort zum Ausbau der Stromnetze für die Versorgungssicherung. Das ist Ihre Politik. Und Nordrhein-Westfalen, in den Koalitionsverhandlungen haben wir stundenlang diskutiert, weil Sie jedes Windkraftwerk verhindern wollten, weil Sie jedes Solarpanel verhindern wollten, mit Rücksicht auf die Wahlkreise. Ich habe folgende These, meine Damen und Herren. Wenn in dieser Debatte nur noch Menschen reden zum Thema Atom, die bereit sind, in ihrem Wahlkreis ergebnisoffen nach einem nuklearen Endlager zu suchen, ist diese Debatte in 5 Minuten zu Ende. Herr Banaschak, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ernst aus der Fraktion Die Linke? Aber gerne. Herr Ernst, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Als erste Bemerkung, ich komm da nicht drum rum. In dem Moment, wo man hier den Versuch unternimmt, das zu tun, was Herr Habeck sagt, nämlich uns darum zu kümmern, dass wir mehr Energie herkriegen, dass wir tatsächlich mehr Gas herkriegen, dass wir Öl herkriegen. Dann sagen Sie, das ist Interesse Putins, das sind Putin-Leute. Also diese Form der Auseinandersetzung, tut mir leid, diese Form der Auseinandersetzung, ich weiß nicht, ob das Ihr Stil ist, ich finde diesem Haus eigentlich unangemessen. Und nun die zweite Frage. Die zweite Frage ist, wir haben nun mehrfach erlebt, dass Vertreter der Koalition darauf hinweisen, dass 16 Jahre eine falsche Politik betrieben worden ist. Das wissen wir inzwischen aber auch, Sie haben es ja oft genug gesagt. Was Sie aber schuldig bleiben ist, wie Sie denn die gegenwärtige Krise nun eigentlich wirklich bewältigen wollen. Wir wissen, da könnt ihr euch aufregen, wie ihr wollt. Ich habe den Eindruck, über Ankündigungen, wir wollen, wir werden, kommen wir doch überhaupt nicht hinaus. Wir haben bis jetzt keine Lösung, zum Beispiel für Schwedt. Sie haben keine Lösung für das, was uns im Winter blüht. Sie haben keine Lösung, wie wir genug Energie herkriegen. Und im selben Moment lehnen Sie aber eine Möglichkeit ab, die, wo wir auch nicht wissen, wie sie endet. Aber man kann doch zumindest miteinander reden und fragen, wie kriegen wir denn mehr Gas her und mehr Öl? Das könnte man doch mal machen. Und wenn Sie das ablehnen, dann kann ich sagen, dann stimmt natürlich das, dass Ihnen andere Interessen als wie die Bürger und die Industrie in diesem Lande haben, wichtiger sind als das, was Sie eigentlich wirklich machen. Das ist wirklich ein Problem. Herr Ernst, ich habe zwar bei dem, was Sie gesagt haben, das Fragezeichen nicht gehört, aber ich will trotzdem gerne antworten. Es spricht ja Bände für Ihre Fraktion, auch Herr Dr. Bartsch, dass Sie dazu klatschen, dass ausgerechnet die beiden hier sprechen, Sarah Wagenknecht und Klaus Ernst, die entgegen der Fraktionslinie, muss man ja sagen, die Öffnung von Nord Stream 2 fordern und damit das zentrale Sanktionsargument gegen den Kriegsverbrecher Wladimir Putin außer Kraft setzen wollen, und dass Sie hier diese Täter-Opfer-Umkehr betreiben und Wladimir Putin und Russland quasi zum Angriffsopfer eines westlichen Wirtschaftskrieges stilisieren wollen, obwohl Wladimir Putin nicht nur den Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen Deutschland, gegen Europa und gegen den Rest der Welt führt, mit Energie, mit Hungerskrisen und so viel mehr. Das ist beschämend, und das sagt alles zu dem, was Sie in dieser Debatte zu sagen haben. Kommen wir zurück zur Union. Herr Merz ist leider nicht mehr da, hat bestimmt andere Termine. Herr Merz hat ja völlig richtig schon im Juli gesagt, wir müssen uns auf Wohlstandsverluste einstellen, wenn wir Frieden und Freiheit gegen unter anderem das, was dort gesagt wurde, verteidigen. Völlig richtig. Aber Herr Merz bleibt leider die zwei zentralen Antworten schuldig, die sich aus dieser Analyse ergeben, nämlich wie wollen wir diesen Wohlstandsverlust sozial gerecht verteilen? Das ist die sozialpolitische Frage, die wir mit diesem Entlastungspaket seit dem Wochenende angehen. Und die zweite, und die ist mindestens genauso wichtig, das ist die ökonomische Frage, wie wir diesen Wohlstandsverlust begrenzen wollen. Und diese Bundesregierung will und sie wird den Wohlstandsverlust begrenzen, trotz enormer Herausforderungen. Und das hat Robert Habeck gerade überzeugend dargestellt.
Wir haben in dieser Debatte schon am Dienstag viel über Inflation gehört. Unbestritten eine große Gefahr. Aber die zweite große Gefahr, die lautet, das ist doch eine Rezession. Eine Rezession mit Abschwung, mit Arbeitslosigkeit und mit Bedrohung für ganze Wirtschaftsbranchen. Und deswegen ist es richtig, dass die Unternehmenshilfen ausgeweitet werden, dass das Energiekostendämpfungsprogramm für kleine und für mittlere Unternehmen ausgeweitet wird, dass wir den Spitzenausgleich bei Strom und Energie verlängern und damit 9.000 Unternehmen stabilisieren. Das ist die kurzfristige Antwort auf die wirtschafts- und energiepolitischen Herausforderungen, die sich hier stellen. Herr Scholz hat gestern gesagt, wir lösen die Probleme, bevor andere sie direkt erkannt haben. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber wir haben sie immerhin erkannt, wir gehen sie an, und Sie können leider nur dagegen opponieren, ohne einen eigenen Vorschlag zu haben. Das ist ziemlich bedauerlich. Aber, meine Damen und Herren, hinter den kurzfristigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, stehen ja noch viel größere. Und deswegen ist es wichtig, bei allem, was wir tun, um beispielsweise LNG-Terminals jetzt schnell ans Netz zu bringen, neue fossile Infrastrukturen ja zu schaffen, dass wir gleichzeitig den Blick für die Zukunft nicht verlieren, dass wir die großen Transformationsherausforderungen, vor denen wir sowieso schon stehen und die jetzt ja nicht kleiner geworden sind, intensiv angehen. Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Elektrolysekapazitäten, damit wir bald grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, damit an der Direktreduktionsanlage von ArcelorMittal in Hamburg, die jetzt wegen der hohen Produktionskosten vom Netz gehen wird, vielleicht bald schon CO2-neutral Stahl produziert werden kann. In diesem Haushalt und im Klima- und Transformationsfonds ist ein Rekordbetrag für Energieeffizienz vorgesehen, ein Rekordbetrag für den Ausbau einer klimaneutralen Wasserstoffinfrastruktur, ein Rekordbetrag beispielsweise auch für das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Alles, was Sie immer gefordert und selbst nie umgesetzt haben, das ist die Politik dieser Regierung. Kurzfristig die Not lindern, langfristig die Herausforderung angehen. Vielen Dank. Felix Banaschak war das aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner in dieser sehr munteren Debatte ist Andreas Jung. Er kommt aus der Unionsfraktion und ist dort Sprecher für Klimaschutz und Energie. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie haben in Ihrer Rede einen kritischen Blick zurück angemahnt. Dazu will ich eine Bemerkung machen. Wir haben in der Corona-Pandemie eine Lehre aus vorangegangenen Krisen gezogen. Und diese Lehre war, in der Krisenbewältigung darf nie wieder der Klimaschutz hinten angestellt werden. Nie wieder darf es so sein, dass man über die Bewältigung der einen Krise die andere Krise, die Klimakrise, aus dem Blick verliert. Und deshalb haben wir gleichzeitig in Stabilisierung, in Entlastung, in Zukunftstechnologien, in Klimaschutz investiert. Wir haben alles zusammengebracht. Und das ist unsere Erwartung an Sie. Und das ist unser Befund, dass es in dieser Krise eben nicht gemacht wird. Sie stellen den Klimaschutz in dieser Krise hinten an. Bei der Energiesicherheit sind wir nicht so weit, wie Sie und Olaf Scholz gestern darstellen wollten. Es ist nicht geritzt, dass wir über den Winter kommen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben es am Montag doch klar aufgeschrieben. Es droht weiterhin eine Notlage, und deshalb müssen alle Kapazitäten genutzt werden. Das heißt, da muss mehr gemacht werden. Bei den Entlastungen ist es unkonkret. Sie haben jetzt wieder Ankündigungen gemacht, obwohl Sie doch den ganzen Sommer darüber verhandelt haben, wie Normalverdiener, die jetzt hart getroffen sind, besser unterstützt werden können, wie Betriebe unterstützt werden können. Die Industrie Russwurm war bei Ihrer Klausurtagung, hat gesagt, es geht um die Substanz der Industrie. Sie haben darauf keine Antwort bisher. Die Bäckereien, der Mittelstand, und alle weisen darauf hin, wie hart sie getroffen sind. Da gibt es Ankündigungen, aber nach wochenlangen Beratungen keine Antwort. Es soll jetzt ein Expertengremium eingesetzt werden. Das ist zu wenig, es ist zu langsam, es muss konsequenter sein. Und bei all dem wird der Klimaschutz hinten angestellt. Und ich will es konkret am Beispiel machen. Stresstest. Sie haben bei dem Stresstest prüfen lassen auf Netzstabilität. Aber Sie haben nicht prüfen lassen auf die Stabilität der Ökosysteme. Sie haben nicht die Frage gestellt, ob befristet etwas länger Kernenergie weniger Kohle und damit weniger CO2 bedeuten könnte. Diese Prüfung, diese Frage liegt aber auf der Hand. Sie ist aber kein Maßstab in Ihrer Prüfung. Deshalb setzen Sie einseitig auf die Kohle. Sie setzen einseitig auf das Öl. Und deshalb fällt es auf Sie zurück, wenn Sie sagen, alles tun, um aus den fossilen Energien rauszugehen, das tun Sie gerade nicht, und das wird deutlich bei der Bioenergie. Wir haben hier im Deutschen Bundestag beantragt, den Deckel bei der Bioenergie wegzumachen.
Da könnte jetzt kurzfristig, nicht erst langfristig, kurzfristig könnten Potenziale genutzt werden. Das Mais liegt in den Lagern. Es könnte jetzt mehr Strom, mehr Wärme, Biomethan produziert werden. Im Stresstest von Montag schreiben Sie auf, die Situation im nächsten Winter, diese eine andere, aus einigen Gründen. Und ein wichtiger Grund sei, dann würde ja mehr Strom aus Biogas, aus Bioenergie zur Verfügung stehen. Im nächsten Winter, wären Sie unserem Antrag gefolgt, wird es in diesem Winter zur Verfügung stehen. Deshalb, wenn Sie sagen, verbockt und verhindert, es fällt auf Sie zurück, das haben Sie verbockt, das haben Sie verhindert. Wir könnten in diesem Winter mehr Bioenergie nutzen. Stattdessen haben Sie es erst ignoriert, dann abgelehnt und jetzt verbummelt. Sie haben im Juli dann angekündigt, Sie wollen es doch so machen, wie wir es beantragt haben. Im Juli. Es gibt auch immer noch keinen Kabinettsbeschluss. Immer noch keinen Kabinettsbeschluss. Den wollen Sie jetzt im September machen. Das ist richtig, dass Sie es jetzt machen, aber es ist zu spät. Es ist verbummelt. Es hätte mehr getan werden müssen. Und es zeigt, es wird eben Klimaschutz und Energiesicherheit nicht zusammen gedacht. Und ich will es ganz konkret machen am Klimaschutzgesetz. Auch das war eine Lehre. Es war die Lehre aus dem Jahr 2019, dass die Klimaziele nicht ausreichend verbindlich waren. Wir haben nach langer Diskussion, Umweltpolitiker vieler Fraktionen haben lange dafür gekämpft und wir haben es, lieber Matthias Mirsch, 2019 erreicht. Und du hast im Deutschen Bundestag gesagt, wir werden es nie wieder einem Minister durchgehen lassen, dass er Klimaziele nicht erreicht. Und das tun Sie jetzt. Sie haben die gesetzliche Verpflichtung. Das ist kein grüner Parteitagsbeschluss. Es ist nicht das Wahlplakat eines selbsternannten Klimakanzlers. Es ist eine gesetzliche Verpflichtung aus dem Klimaschutzgesetz, zum 30. Juni diesen Jahres ein Sofortprogramm vorzulegen zur Schließung der Klimalücke. Sie haben nichts gemacht. Ihre Experten haben die Vorschläge aus dem Verkehrsministerium zerrissen. Die haben denen sogar die Ernsthaftigkeit abgesprochen. Es gibt keinen Vorschlag. Das widerspricht der gesetzlichen Pflicht. Und es hat ja einen Sinn, dass zum 30. Juni gemacht werden sollte, dass nachgesteuert werden kann, dass Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht werden können. Und stattdessen wollen Sie das Klimaschutzgesetz, das Ihre Partei als zu lax kritisiert hat, aufweichen. Sie wollen weg davon, dass in Jahresscheiben und Sektoren das vorgelegt werden muss. Das war aber gerade die Lehre. Gegen die verstoßen Sie jetzt. Und deshalb muss man sagen, Sie müssen mehr tun für Energiesicherheit, mehr tun für Entlastung und mehr tun für Klimaschutz. Sie müssen es zusammenbringen. Das ist unsere Erwartung. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Frank Junge. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht zunächst noch mal sagen, Putins verbrecherischer Angriffskrieg auf die Ukraine ist gleichzeitig auch ein von ihm bewusst und von Anfang an kalkulierter Nahrungsmittel- und Energiekrieg gegen Europa und die Welt. Und Frau Wagenknecht, es ist erschütternd, Sie heute hier mit diesen Aussagen zu hören. Sie könnten faktisch drüben Platz nehmen. Das ist unisono genau das Gleiche, was die AfD hier auch verlauten lässt. Die verheerenden Folgen dieser Situation ist hier in voller Breite vorgetragen worden. Und ich denke, und das ist auch noch mal ein Punkt, den man hier ganz klar herausstellen muss, das, was diese Regierungskoalition auch mit diesem Wirtschaftsminister und dem gesamten Haus in den zurückliegenden Monaten auf die Beine gestellt hat, das ist bemerkenswert. Davor muss man den Hut ziehen. Wir wären mit anderen Wirtschaftsministern untergegangen. Wir haben die Wirtschaft an der Stelle am Laufen gehalten, die Energiesicherheit sichergestellt. Und das ist eine Situation, die kann man nicht so diskreditieren, wie das hier gerade vorgefallen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor genau diesem Hintergrund halte ich es für Hanebüchen und für Gaukelei, wenn Ihre Vorschläge, Herr Merz, aus Ihrer Fraktion darauf abheben, dass Sie den Leuten scheinbar einfache Lösungen sozusagen offerieren, die aber entweder gar nicht umsetzbar sind oder aber am Ende noch viel, viel teurer werden als das, was gegenwärtig zu bewältigen ist. Der Punkt Atomenergie ist ja hier schon angesprochen worden. Und vor dem Hintergrund ist das aus meiner Sicht reiner Populismus, den man hier auch als solchen benennen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Punkt noch. Während Sie mit Ihren scheinbaren Vorschlägen oder gar keinen konstruktiven Beiträgen versuchen, in der Öffentlichkeit zu punkten mit markigen Worten, hat diese Regierungskoalition 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die nicht nur dazu beitragen, die soziale Sicherheit und auch die Solidarität ein Stück weit zu unterstützen, die auch gerade Unternehmen im kleinen und im mittelständischen Bereich jetzt schon entlasten.
Vor dem Hintergrund ist es aber für uns alle eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit diesen Maßnahmen nicht eben aufhören, sondern jetzt schon daran denken, wie geht es weiter? Die Fragen Strommarktdesign angehen, die Frage, wie kriegen wir eine vernünftige Gaspreisbremse hin, sind ja hier schon erwähnt worden. Und genau das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, bevor Sie hier in diesem Bausch und Bogen uns kritisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme noch mal ganz kurz auf den Haushalt selbst des BMWK zu sprechen. Natürlich, und das unterstreiche ich auch ausdrücklich, der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt uns neben der Frage der Krisenbewältigung in eine Situation, wo wir unsere Wirtschaft insgesamt krisenresilienter machen, wo wir dazu beitragen, sie unabhängig von solchen Preisentwicklungen im Energiesektor zu machen, wie die, die wir gerade erleben. Und hier gestatte ich mir auch noch mal den Hinweis, dass wir jetzt auch beim Ausbau der Stromnetze das ausmerzen müssen, Stichwort März, was Sie im Rahmen Ihrer bisherigen Politik mit verhindert haben. Wenn wir also jetzt schon vernünftige Stromnetze hätten, könnten wir auch ganz anders andere Bundesländer mit Ökostrom versorgen. Das ist ein Versäumnis, wo wir jetzt gerade stehen müssen, dafür aber es auch anpacken werden. Und noch einen Punkt will ich erwähnen. Es geht nämlich darum, dass wir mit diesem Haushalt nicht nur die Energietransformation, die Transformation der Wirtschaft, die Investitionen in Wasserstofftechnologie, in E-Mobilität, in Energie-, Wärme- und Mobilitätswende vornehmen. Es geht ja auch darum, in althergebrachter Form klein- und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Und hier will ich ein Beispiel nennen, das wurde hier schon ganz kurz erwähnt. Wir investieren damit nämlich auch in die Fragen, wie wir Innovationsförderung, aber auch Forschung und Entwicklung weiter voranbringen können. Und das ist eine Situation, die gerade diesen Unternehmen in Größenordnungen zugutekommt. Und wenn ich hier im Entwurf sehe, dass schon von vornherein 80 Millionen Euro mehr drin stecken und wir beim zentralen Innovationsprogramm Mittelstand schon auf 700 Millionen Euro Investitionsmöglichkeiten kommen, ist das eine gute Entwicklung, die man gerade für diese Unternehmen hervorheben muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass ich natürlich auch an diesem Haushaltsentwurf Verbesserungsbedarf sehe, vor allen Dingen dann, wenn es um die Frage geht, die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur in Angriff zu nehmen. Wenn wir die Frage diskutieren, wie wir schwächere wirtschaftliche Regionen unterstützen können, dann bietet genau diese Kulisse hervorragende Möglichkeiten. Und vor dem Hintergrund ist der Haushaltsansatz für mich völlig unzufriedenstellend. Das werden wir im parlamentarischen Verfahren regeln. Ich lade Sie alle zu konstruktiver Mitarbeit ein. Vielen Dank. Frank Junge ist für die SPD im Haushaltsausschuss und dasselbe gilt die Mitgliedschaft im Haushaltsausschuss jedenfalls für Wolfgang Wiele. Fraktions- und parteizugehörig ist er der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Bis vor kurzem hieß das Wirtschaftsministerium Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Der zweite Begriff Energie musste dem Klimaschutz weichen. Das ist bezeichnend dafür, wie wenig eine sichere Energieversorgung dieser Regierung noch wert ist. Anscheinend hat niemand analysiert, wie verletzlich unser Land, die Bürger und die Wirtschaft sind, bevor man die Sanktionsspirale gegen Russland losgetreten hat. Und anscheinend hat auch niemand analysiert, was der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Kernkraft für die Stromversorgung bedeutet. Wenn Wind und Sonne nicht liefern, dann hängt das Land nun in fataler Weise von Gaskraftwerken ab. Diese Politik ist ein völliger Fehlschlag. Nur die Regierung will es nicht zugeben. Jetzt reaktivieren Sie, Herr Minister Habeck, sogar Kohlekraftwerke, um den großen Blackout vielleicht noch abzuwenden. Ihre politischen Freunde von Greenpeace sagen heute schon öffentlich, welchen Preis das in der grünen Weltsicht hat. Das zusätzliche CO2 aus der Kohle müsste künftig wieder eingespart werden. Im zusätzlichen Kohlestrom von heute stecken nach dieser Logik also schon die Heizbeschränkungen, die Fahrverbote und die Betriebsschließungen von morgen. Gerade mal 1 Milliarde haben Sie zusätzlich zur Stützung energieintensiver Unternehmen. Damit, Herr Minister, werden Sie die Deindustrialisierung Deutschlands nicht verhindern. An die Ursachen müssen wir heran. Und im Mittelpunkt der Krise steht die gescheiterte Energiewende.
obwohl die Kernenergie dringend gebraucht wird und noch dazu CO2-neutral ist. Halten Sie am Atomausstieg halsstarrig fest. Und der Kollege Banaschak hat das noch einmal bestätigt. Zwei Kraftwerke für ein paar Monate in Bereitschaft zu halten, produziert keine einzige Kilowattstunde und senkt den Strompreis nicht um einen Zehntel Cent. So wird Deutschland mit dieser Regierung zum Gefangenen der Ideologie grüner Minister und der Grünen Partei. Die Zukunft dieses Landes, der Bestand zahlloser Unternehmen, Hunderttausende Arbeitsplätze und die Existenz genauso vieler Familien stehen auf dem Spiel. Eine solche Partei, meine Damen und Herren, ist absolut regierungsunfähig. Mit diesen Grünen darf es keine Koalitionen mehr geben. Das sage ich hier nicht nur den Kollegen von SPD und FDP, sondern auch von der Union. Denn fast die Hälfte der Bundesbürger lebt in Ländern mit schwarz-grünen Koalitionen. Eine solche Partei, die ihre Ideologie ohne Rücksicht auf Verluste über die Interessen unseres Landes stellt, gehört abgewählt, und zwar für Jahrzehnte. Wolfgang Wiele aus der AfD-Fraktion. Und hier geht es weiter mit einem der profiliertesten oder kenntnisreichsten Umwelt- und Klimaschutzpolitiker aus den Reihen der FDP-Fraktion, Lukas Köhler, inzwischen auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Meine sehr verehrte Präsidentin, meine lieben Damen und Herren, keine Sorge, wir bleiben oben. Die Menschen haben Sorgen. Die Menschen haben Sorgen in diesem Land. Die Unternehmen haben Sorgen. Und für viele ist diese Situation dramatisch. Und wir stellen uns hier hin. Und ehrlicherweise, was wir in dieser Debatte bisher geführt haben, überrascht mich doch sehr. Wir streiten uns darüber, wer Verantwortung für irgendwas übernimmt. Und wir streiten uns darüber, wer Verantwortung übernehmen soll. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, es ist absolut richtig und es ist wichtig, dass wir eine starke Opposition brauchen. Die Stärke sollte aber nicht in rhetorisch geschwungenen, geschliffenen Worten über Robert Habeck kommen, sondern in der Sache. Die Vorschläge müssen da sein und wir müssen darüber diskutieren und debattieren, was wir verändern wollen, um dieses Land nach vorne zu bringen. Die Leute wollen Streit in der Sache. Und wir als regierungstragende Fraktionen, wir liefern eine Menge an Dingen, die dafür sorgen werden, dass es den Menschen in Deutschland und den Unternehmen in Deutschland besser gehen wird. Und das ist richtig so. Es ist richtig so, dass wir darüber diskutieren, wie wir es hinbekommen und dass wir das geschafft haben, die Gasspeicher zu füllen, meine Damen und Herren. Es war ein Kraftakt und es ist ein Kraftakt, dass wir bei 87% sind. Und es sichert in Deutschland weiter die Produktion und das Heizen ab. Und es ist richtig, dass wir in mittlerweile 3 Entlastungspaketen den Menschen da helfen, wo es schwer für sie ist. Den Menschen, die wenig Geld haben, die Menschen, die wenig Möglichkeiten haben, die hohen Kosten noch zu tragen. Dass wir die entlasten, ist völlig richtig. Und das setzen wir als Regierung konsequent um. Und ich finde, darüber können wir uns unterhalten. Da können Sie sagen, das sind gute oder schlechte Ideen. Wir können auch darüber streiten, was für eine Art von Wirtschaftspolitik wir jetzt brauchen. Und ich glaube, in einer Inflation ist es absolut klar, dass wir eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass Produktivität gesteigert wird. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass es ein nach der Krise geben wird. Und das bedeutet, dass dann die Wirtschaft auch wieder wachsen muss, dass dann gute Jobs geschaffen werden müssen, dass es dann weitergehen muss und weiter aufwärts gehen muss mit diesem Land. Und das bedeutet, dass wir jetzt in die notwendige Bürokratieabbau, in den notwendigen Bürokratieabbau investieren müssen, dass wir jetzt als Regierung dafür sorgen müssen, dass Dinge einfacher werden. Und das machen wir. Das machen wir täglich. Das machen wir, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen bei den Solaranlagen einfacher ihr Geld verdienen können, dass sie nicht mehr so viele Hürden haben. Das machen wir, wenn wir über die ganze Bürokratieabbau in den Planungsprozessen sprechen. Das machen wir mit einem LNG-Beschleunigungsgesetz, das in einer Zeit vorgelegt wurde, die unvergleichlich ist und die dafür sorgt, dass wir in enormster Geschwindigkeit Dinge ans Netz bringen. Und das machen wir auch, wenn wir darüber diskutieren und streiten, wie wir in Zukunft unsere Energieversorgung ausrichten. Und dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien, und zwar in riesigem Maß. Aber wir brauchen auch über den Winter und über den Winter zu kommen jede einzelne Produktionskapazität, die wir haben. Und deswegen sind wir im Moment noch in der Diskussion darüber, wie das mit der Atomenergie weitergeht. Wir sind der Meinung, dass wir auch die 3 im Weiterbetrieb brauchen.
Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Claudia Müller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Dietmar Bartsch, ich muss doch einmal ganz kurz meine Enttäuschung ausdrücken, dass du die einzige Redezeit eurer Fraktion hergegeben hast für eine Täter-Opfer-Umkehr, für populistische und falsche Argumente und nicht für Lösungen, sondern für das Wortreden eines Kriegsverbrechers. Ganz ehrlich, das ist auch eurer Fraktion nicht würdig. Wir sehen, an der Transformation der Wirtschaft und unserer Energieversorgung führt kein Weg vorbei. Das gilt an Land wie auf See. Resilienz unserer Versorgungssysteme geht nur mit einer starken, klimaneutralen Schifffahrt und mit zukunftsfähigen Häfen, wie zum Beispiel in meiner Heimatstadt Rostock. Und deswegen bin ich Robert Habeck und seinem Haus sehr dankbar, dass im maritimen Bereich trotz der schwierigen Haushaltslage vieles vorangebracht wird. Aktuell findet in Hamburg die weltgrößte Messe der maritimen Industrie statt, die SMM. Die Fragen, die dort diskutiert werden, sind die grundsätzlichen Wirtschaftsfragen, die wir uns alle stellen. Energie, Transformation, Sicherheit von Lieferketten, Resilienz. Und die maritime Welt spielt eine entscheidende Rolle bei unserer Versorgungssicherheit, denn wir im- und exportieren in erster Linie per Schiff. Frau Müller, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Und für die jetzt anstehenden Fragen der kurzfristigen Energiesicherheit spielt ebenfalls die Schifffahrt eine entscheidende Rolle. Stichwort LNG, FSRUs und auch lang- und mittelfristig für den Import von Wasserstoff und entsprechenden Derivaten ist die Schifffahrt und die Häfen entscheidend. Und dabei werden wir jetzt nicht vergessen, wer jetzt für andere Verantwortung übernimmt, wie zum Beispiel Rostock und Schwedt es angesprochen wird, worden für die Rohölversorgung, für die Raffinerie in Schwedt. Das wird später bei Investitionen beim Thema Wasserstoff berücksichtigt werden. Und zweitens, natürlich auch beim Thema Offshore-Energie, spielt der maritime Bereich eine entscheidende Rolle. Denn es sind eben nicht nur die Windkraftanlagen, es sind Konverterstationen, es ist die Kabelverlegung, es sind die Jack-up-Schiffe und natürlich auch hinterher der Service, der für die Sicherheit sorgt. Wir sehen, Energiepolitik und Wirtschaft und Industriepolitik sind eng miteinander verzahnt. Und im maritimen Bereich fallen die Fragen der Energieproduktion, Im- und Exportstrukturen und die Nutzung zusammen. Deshalb ist die Unterstützung für Projekte wie dem klimaneutralen Schiff, der maritimen Innovationsprogramm und der Innovationshilfenwerft sowie der Forschung im Bereich der Entwicklung maritimer Energiesysteme so wichtig. Und deshalb ist die maritime Infrastruktur systemrelevant. Und wir werden hier unsere Unterstützung weiterhin stärken, stark halten. Und das tun wir mit diesem Haushalt. Claudia Müller ist eine der Koordinatorinnen für bestimmte Aufgabenbereiche durch der Bundesregierung, in diesem Fall für maritime Wirtschaft. Und in dieser Rolle hat sie hier natürlich auch gesprochen in der Debatte über den Etat des Bundeswirtschaftsministers. Jetzt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion CDU-CSU, Julia Klöckner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Wirtschaftsminister Habeck, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines vorab. Ich war mehr als irritiert, und jetzt beziehe ich mich nicht auf irgendeine Sendung, sondern auf Ihren Auftritt hier, Herr Bundeswirtschaftsminister. Sie haben ein merkwürdiges Demokratieverständnis, dass die Opposition Sie nicht beim Regieren irgendwie stören soll. Ich kann Ihnen sagen, es ist gut, dass wir Sie mal beim Denken gestört haben, denn Sie hatten vergessen, dass die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zum Beispiel noch draufkommt. Und wenn wir uns noch mal anschauen, Sie holen Zahlen raus, werfen der Union vor, wir hätten jahrelang den Ausbau der erneuerbaren Energien speziell in Bayern blockiert. Also wenn wir uns mal die Tabellen richtig anschauen, Herr Kretschmann, Grün aus Baden-Württemberg, hat jahrelang den Tabellenkeller angeführt beim Windkraftausbau. Auch das gehört am Ende dazu, wenn man ordentlich miteinander umgehen will. Ich verstehe, dass Sie unter Druck sind. Und ich finde auch, dass man auch Verständnis haben muss, dass eine Regierung, die im Krisenmodus ist, auch Fehler macht. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass hier geholzt wird gegen eine Opposition, die mit ganz konkreten Vorschlägen hier in die Diskussion geht und sich von ganz rechts und ganz links abgrenzt, weil wir wissen, was es heißt, für dieses Land auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann komme ich zur Wirtschaft. Und Sie haben heute in Ihrer Rede die Wirtschaft, die Mittelständler, die Industrie, die Lage, wie sie ist,
noch nicht mal annähernd mit einer Empathie versehen, dass man sich hoffen kann, dass sie wirklich in ganz konkretes Arbeiten kommen, um es konkret zu machen. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat es beziffert. Wir haben eine Insolvenzzahl oder Steigerung. Wir haben 26% mehr Insolvenzen im Vergleich zu 2021. Im Herbst wird es ansteigen. Ich muss die Namen nicht alle nennen. Das sind aber alles Arbeitsplätze. Das sind Steuereinnahmen. Das ist Wirtschaftsstandort Deutschland. Und am Ende ist Ihre Antwort einfach nur das dritte Entlastungspaket. Und dann gehen wir doch mal rein in dieses sogenannte Entlastungspaket. Da ist für die Wirtschaft überhaupt nichts drin. Die Wirtschaft, ich habe manchmal den Eindruck, die Deindustrialisierung kommt den Grünen gerade recht, damit sie ihre CO2-Klimaziele erreichen. Aber wirtschaftlicher Wachstum, Wohlstand sind doch kein Selbstläufer. Denken Sie doch mal an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dieses Land zusammen mit ihren Mitarbeitern am Laufen halten. Und dann gehen wir doch mal rein in Ihr Programm. Da sagen Sie, Sie wollen ein Programm für energieintensive Unternehmen auflegen, die Steigerung ihrer Energiekosten nicht weitergeben können. Jetzt sagen Sie, gibt es schon. Moment mal, Sie haben im Entlastungspaket geschrieben, Sie wollen eins auflegen. Wir schauen uns das Ganze an, hören aus dem Ministerium, es muss nachgebessert werden. Und wir alle wissen, bisher hat dieses Programm gar nichts gebracht bei Ihnen. Frau Klöckner, Entschuldigung. Ich wollte den Redefluss nicht unterbrechen. Ich habe die Zeit angehalten. Gestatten Sie eine Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Herrn Banatschak? Frage oder Zwischenbemerkung? Der Kollege hat hier gesagt, wenn er seine Sachen nicht untergekriegt hat, falsch verstanden worden ist, wie das öfter bei Grünen ja ist, dann denke ich, ist seine Zeit gewesen. Zweiter Punkt. Das Energiekostendämpfungsprogramm soll für weitere Unternehmen geöffnet werden, die nicht auf der Kübelliste stehen. Ja, wann kommen denn diese Anpassungen und für wen? Was sagt die Europäische Kommission? Das sind alles Ankündigungen. Und dann sagen Sie noch, Unternehmen sollen bei Investitionen in Effizienz- und Substitutionsmaßnahmen unterstützt werden. Ja, und was heißt das? Also Sie alle sagen, auch von der FDP, wir sind noch in der Diskussion. Soll ich Ihnen was sagen? Während Sie in der Diskussion sind, gehen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern die Lichter aus und Menschen verlieren ihre Arbeit. Wir haben doch keine Zeit, hier ständig noch in Diskussion zu sein. Und deshalb bin ich mehr als erstaunt über diesen Haushalt, den Sie vorlegen. Sie kürzen die Mittel für digitale Technologien, die Mittel für innovative Unternehmensgründungen. Sie kürzen die Mittel für berufliche Bildung und Mittelstand, Fortbildungseinrichtungen. Ich kann nur sagen, wir brauchen einen Wirtschaftsminister und keinen Insolvenzverwalter in dieser Bundesregierung. Julia Klöckner aus der CDU-CSU-Fraktion, wo sie wirtschaftspolitische Sprecherin ist. Und wirtschaftspolitischer Sprecher ist auch Bernd Westphal. Allerdings kommt er aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einer sehr schwierigen Situation, ohne Frage. Und alle beschäftigt das sehr, nicht nur hier uns im Bundestag, sondern auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Menschen in unserem Land. Aber ich sage Ihnen, diese Reden, die wir hier heute von ganz links und ganz rechts in diesem Haus gehört haben, die Angst schüren, da will ich nur sagen, Angst muss in diesem Land keiner haben. Diese Politik sorgt dafür, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Entlastung. Wir nehmen das ernst, was hier diese Situation vor uns bringt. Diese Ampelregierung, noch nicht ein Jahr im Amt, hat mit wahrlich schweren Themen zu tun. Und deshalb muss man das honorieren, was hier auf den Weg gebracht worden ist, das dritte Entlastungspaket, was neben Kaufkraftsicherung und sozialem Ausgleich auch Perspektiven schafft. Und deshalb hat der Wirtschaftsminister zu Recht heute Morgen angekündigt, dass wir die Programme erweitern und öffnen werden, dass Mittelstand und Industrie auch davon profitieren. Und ich sage, Herr Minister, wir müssen auch an die preissetzenden Mechanismen dran. So wie Gas- und Strompreise entstehen auf dem Markt, können wir nicht weiter zugucken, das können wir nicht kompensieren. Und deshalb ist es gut, wenn Sie morgen im Ministerrat in Brüssel darüber sprechen mit unseren europäischen Freunden. Denn wir sind in einem europäischen Binnenmarkt und wir können es national nicht alleine. Und vielleicht nehmen Sie als Idee noch mit, einen europäischen Industriepreis zu verankern. Das wäre wirklich ein Fortschritt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reden von Frau Klöckner und gestern von Herrn Merz, muss ich sagen, sie sind wirklich Weltmeister im Problem beschreiben. Diese Ampelkoalition ist aber dabei, dieses Land zu reagieren und Probleme zu lösen und nicht nur zu beschreiben. Und deshalb werden wir in diesem Bundeshaushalt, und um den geht es ja hier in dieser Debatte, naja, also gestern habe ich nur Zitate gehört und irgendwelche Zeitungsartikel, die hier vorgelesen wurden, keine vernünftigen Konzepte, wie man diesen Wirtschaftsstandort in die Zukunft entwickelt. Und das werden wir in der Ampelkoalition machen. Wir haben hier eine Situation, dass wir mit Unternehmen in einer Transformation befindlich zu tun haben, die das Angebot erneuerbarer Energien brauchen, um eine Perspektive zu haben. Das ist bei Stahlindustrie, das ist bei Chemie, bei der Produktion von Aluminium oder Kupfer der Fall und in vielen anderen Bereichen. Ich habe gestern erst im Harz mit einem metallerzeugenden Betrieb gesprochen, der heute mit Kokskohle und Strom die Stahlschmelze organisiert. Der ist darauf angewiesen, erneuerbare Energien zu haben. Und weil die Leitungsstruktur dort nicht vorhanden ist, bemüht er sich jetzt, mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen die Energieversorgung zu organisieren, mit Wasserstoff auch die schwankende Erzeugung. Das sind Unternehmen, die zuversichtlich anpacken und die Zukunft organisieren, um Arbeits- und Ausbildungsplätze und Wertschöpfung zu halten. Und das ist das, was wir politisch unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit dem Bundeshaushalt fast ein Drittel die Investitionen erhöht. Das zeigt doch schon, dass diese Bundesregierung dabei ist, Mittel zu organisieren, die eben genau Unternehmen bei den Investitionen unterstützen, flankieren. Wir haben sehr erfolgreiche Programme mit dem ZIM, was gerade abhebt auf den Mittelstand. Wir haben mit der GRW, wie eben schon Frank Jung auch darauf hingewiesen ist, ein Instrument, wo wir Regionen, die wirtschaftlich zurück sind, helfen, auch Anschluss zu halten. Und wir haben weitere Potenziale, die wir nicht aus den Augen verlieren müssen. Und deshalb sind in den Berichterstattergesprächen der Haushälter vielleicht noch die Punkte auch aufzunehmen mit dem IPCEI, die sehr erfolgreich in den Bereichen Zukunftstechnologien wie Wasserstoff etabliert sind, auch die Frage der Gesundheitswirtschaft mit aufzunehmen. IPCEI Health ist etwas, was wir sehr erfolgreich haben und weiterentwickeln können. Und sicherlich auch die Luft- und Raumfahrt ist ein Bereich, der uns hilft, die Zukunft zu gestalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD ist sehr nah an den Unternehmen und der Entwicklung. Sie können sich sicher sein, dass wir mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften, mit Unternehmen, mit Management sprechen. Und deshalb werden die nächsten Wochen entscheidend sein. Und diese Entlastungspakete, die auf den Weg gebracht worden sind, haben ja auch noch Optionen, Anschlussprogramme zu finanzieren. Und ich bin zuversichtlich, dass diese Bundesregierung, die über ihren Koalitionsvertrag mehr Innovationswagen geschrieben hat, genau diese Politik verankert. Und deshalb bin ich zuversichtlich, auch den Menschen gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zukunft mit positiven Politik zu begleiten. Vielen Dank. Bernd Westphal aus der SPD-Fraktion, da ist er wirtschaftspolitischer Sprecher. Es folgt Carsten Hilse aus der AfD-Fraktion, Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Mach ich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! Der Haushaltsentwurf zeigt sehr deutlich, dass sich die dümmste Energiepolitik der Welt nicht nur auf fatale Weise in den Geldbörsen der Menschen und in den Bilanzen der Unternehmer widerspiegelt, sondern auch im Haushalt der durch die grünen Kommunisten angeführten Bundesregierung. Statt in dieser fundamentalen und seit dem Zweiten Weltkrieg schlimmsten Wirtschaftskrise alle Mittel einzusetzen, um diese zu bewältigen, wird das Geld der Steuerzahler zum Fenster hinausgeworfen. Milliarden werden für grünkommunistische Luftschlösser ausgegeben, die Mitstreiter im Geiste NGOs und klebstoffsüchtige arbeitsscheue Elemente alimentiert und die Vernichtung der wertschöpfenden Industrie in Deutschland vorangetrieben. Viele Mittelständler gehen jetzt reihenweise aufgrund der explodierenden Energiepreise pleite. Sie bekommen nach den sinnlosen Lockdown-Maßnahmen nun den Rest dank der schon von vergangenen Regierungen praktizierten und nun eskalierten Energieverknappungspolitik.
Als Gegenrezept empfiehlt Wirtschaftszerstörer Robert Habeck allen Ernstes, die Unternehmen sollten doch einfach aufhören zu produzieren, aufhören zu verkaufen, dann müssten sie nicht in die Insolvenz gehen. Dümmer geht immer. Ihre Aufgabe ist es zuallererst, Schaden vom deutschen Volk abzufinden und seinen Wohlstand zu mehren. Sie tun das genaue Gegenteil. Sie verknappen in böswilliger Absicht bezahlbare Energie, wodurch die schon vorher höchsten Energiepreise der Welt nun durch die Decke gehen. Das Abdrehen der Gasversorgung durch Russland als Antwort auf Sanktionen, Vertrags- und Wortbruch wirkt dabei nur als Brandbeschleuniger. Denn Sie allein zusammen mit Ihren willfährigen Vorgängerregierungen haben diesen Brand gelegt und die Lunte schon vor vielen Jahren gezündet. Klimaschutz und Energiewende nennen Sie es. In Wahrheit war und ist es ein Programm zur Zerstörung unserer Wirtschaft und Verelendung des deutschen Volkes. Die AfD hat diesen Irrweg von Anfang an als rein ideologisch begründet benannt. Es gibt daher nur eine Richtung: Kohleverstromung, Förderung deutschen Schiefergases, laut Bundesbehörde 2,5 Billionen Kubikmeter und natürlich Nutzung der Kernenergie. Lassen Sie die sichersten Kernkraftwerke der Welt weiterlaufen, fahren Sie die stillgelegten Kraftwerke wieder hoch, die die technischen und Sicherheitsbedingungen erfüllen. CDU und FDP fordern allen Orten, auch hier im Parlament, den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Unsere Fraktion ist allerdings die einzige, die ein entsprechendes Gesetz eingebracht hat. Sie können gemeinsam mit uns dieses Gesetz beschließen. Tun Sie es nicht, würden Sie, und das muss ich leider sagen, auch wenn ich einige Ihrer Kollegen schätze, sind Sie nur erbärmliche Heuchler, die zwar große Töne spucken, aber im entscheidenden Moment den Schwanz einziehen. Die Menschen, die für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung auf der Straße sind, beweisen, dass man trotz unterschiedlicher politischer Grundüberzeugung gemeinsam etwas erreichen kann. Das Kippen der allgemeinen Impfpflicht hat jedem Menschen gezeigt, es macht Sinn, für seine Rechte zu demonstrieren. Und ich hoffe, dass sich in diesem Herbst viele Menschen ihrer Macht bewusst werden und sie die Deutschlandzerstörer hier auf der Regierungsbank in die Schranken weisen. Vielen Dank. Ich muss einen kurz durchatmen, aber wir haben uns vereinbart, uns nicht mit irgendwelchen Titeln zu belegen. Und erbärmliche Heuchler sollten wir uns hier im Hause nicht gegenseitig nennen. Ich bitte Sie, in Zukunft auf Ihre Wortwahl zu achten, Herr Hilse. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Reinhard Huben. Und Reinhard Huben ist wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Niveau der Debatte ist zum Teil schon schwerlich zu ertragen. Aber Frau Klöckner, dass Sie hier antreten und sich über Holzen in der Debatte beschweren, dann aber keine Zwischenfrage zulassen und dieser Regierung zu unterstellen, wir würden systematisch für die Deindustrialisierung dieses Landes sorgen zu wollen, das ist AfD-Niveau, Frau Klöckner. Und lieber Herr Spahn, 16 Jahre ist ja für die FDP nicht das Thema, aber die Bundesregierung für die Bekämpfung der Krise in den letzten 6 Monaten zu kritisieren, ist im Vergleich zur Professionalität der Probleme zu Corona-Zeiten auch ein bisschen schräg. Denn die Maßnahmen, die während der Corona-Maßnahmen getroffen wurden, haben dem Mittelstand bisher zumindest mehr geschadet, als alle Unternehmungen dieser Bundesregierung die Energiekrise zu bekämpfen. Und es ist uns vorgeworfen worden, ja, ihr habt ja noch gar nichts gemacht. Also, ja, die hören zu, deswegen kommen sie nicht zum Klatschen. Sie haben uns vorgeworfen, ihr hättet ja noch gar nichts gemacht. Das ist doch Irrsinn, das ist doch nur wirklich Irrsinn. Wir bauen LNG-Terminals. Als Zwischenlösung kommen die FRUs. Wir kaufen womöglich Gas ein. Wir schieben an die Kohlestromversorgung. Das machen wir doch alles. Kohle wird eingekauft. Es ist doch nicht so, dass man ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk einfach an- und ausschaltet. Sie müssen doch Beschaffungswege ermöglichen. Das ist doch möglich.
Es tut mir leid, also Fragen aus der AfD nehme ich nicht. Wollte ich gerade fragen, Herr Hohmann. Ja, hat sich schon erledigt. Gut. Und deswegen, die Beschaffungswege sind eröffnet, aber wissen Sie, die Kohle kommt doch nicht mit dem Flugzeug. Die muss ja erstmal über eine Logistik auch herangebracht werden. Und deswegen finde ich diese Vorwürfe, die Sie hier machen, wirklich an der Realität vorbei. Und seien Sie gewiss, wir haben am Donnerstag die Maßnahmen debattiert als Ampel. Wir haben am Sonntag die Fragen der Entlastung debattiert. Heute ist Donnerstag. Morgen wird es unter Umständen auf europäischer Ebene eine Lösung geben. Also noch nicht mal eine Woche. Und das als langsam zu bezeichnen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Eine letzte Bemerkung. Preisbildung. Preisbildung am Energiemarkt. Ich will es mal unideologisch einführen. Wenn die OPEC beschließt, im nächsten Monat die Ölförderung zu steigern, dann sinkt am nächsten Tag der Ölweltmarktpreis. Und so ist es eben auch beim Strom. Und deswegen ist die FDP der festen Überzeugung, dass wir in dieser Notlage die drei AKWs, die uns zur Verfügung stehen, noch einmal mit Brennstäben ausstatten und sie über anderthalb bis drei Jahre entsprechend der Not dann auch betreiben. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat jetzt das Wort zu einer Kurzintervention aus der AfD-Fraktion Rainer Kraft. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Huben, ich komme nicht umhin, ganz kurz noch. Sie haben die Frau Glöckner kritisiert, dass sie keine Zwischenfrage zugelassen hat. Sie haben es dann selber gemacht, nur eine Randbemerkung. Wenn Sie Kernkraft gut finden, wunderbar. In zwei Wochen gibt es einen Gesetzentwurfantrag meiner Fraktion dazu. Der ist sehr simpel gehalten, dem kann man zustimmen. Dann passiert genau das, was Sie möchten. Aber die eigentliche Frage ist, Sie haben sehr viel vom LNG gesprochen, den FSRUs. Und deswegen die konkrete Frage als Sie, als regierungstragende Koalition. Wie viele unterschriebene Kontrakte für wie viele Milliarden Normkubikmeter LNG-Gas liegen denn derzeit vor? Wie viel ist bereits gekauft? Denn erst dann kann das Gas bei den Verbrauchern ankommen. Herr Huben, Sie dürfen antworten. Immer Fragen zu. Bin jetzt 5 Jahre in diesem Hause. Aber in den 5 Jahren hat sich Ihre Fraktion einfach derartig aus der Debatte herausgebrüllt und gepöbelt, dass ich das nicht machen möchte. Und das bitte ich als persönliche Entscheidung zu akzeptieren. Sie fragen nach den konkreten Zahlen. Weiß ich nicht. Nein, ich werde auch nicht schätzen. Wir sind doch hier nicht bei einer Quizveranstaltung. Das Wirtschaftsministerium arbeitet an den Zahlen. Machen Sie eine kleine Anfrage an den Wirtschaftsminister, wird Ihre Frage schon beantworten. Danke. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Badum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn die Beiträge aus der Union heute so gehört hat, dann muss ich einfach nur sagen, ich bin wirklich froh, dass Sie nicht mehr in der Regierung sind. Denn das Ausmaß der Realitätsverweigerung, mit dem Sie hier antreten, damit wären Sie nicht fähig, Entscheidungen zu treffen. Und das ist genau das, was wir tun, Entscheidungen treffen auf der Basis von Fakten. Und was die Atomenergie betrifft, sind die klar. So gut wie kein Beitrag zur Gaseinsparung, so gut wie kein Beitrag zur Senkung des Strompreises und ein geringer Beitrag in einem extremen Notfall zur Sicherung der Netzstabilität. Das ist die Wahrheit. Und da können Herr Söder und Herr Merz noch so oft vor dieser 2 posieren. Davor wird sich nichts ändern. Und jetzt kommen wir zum Klimaschutz, Herr Jung, den die Union jetzt in dieser Legislatur für sich entdeckt hat. Ich begrüße das. Und Sie haben natürlich recht, der Verkehrsbereich muss mehr liefern. Und deswegen haben wir 1,5 Milliarden mehr für die Schiene eingestellt. Aber klar ist, es muss mehr kommen. Und dann schlage ich einfach vor, dass die unionsregierten Länder heute schon mal die Straßenbauprojekte, die nicht benötigt werden, an den Verkehrsminister schicken. Das ist sicher eine gute Hilfestellung. Es ist so.
Jetzt kommen wir aber zum Balken, zum Klimaschutzbalken in Ihrem eigenen Auge. Ein kongeniales Duo von Herrn Altmaier und ich weiß nicht, wer damals bayerischer Ministerpräsident war, haben ja die bayerische Windkraftverweigerung gestützt. Und Herr Dobrindt, es wundert mich nicht, dass Sie sich heute nicht ans Redepult trauen, weil als Fränkin, als Bayerin muss ich sagen, diese Wehleidigkeit, dieses Jammern, wie Sie nur mit dem Finger nach Berlin zeigen, das geht mir so auf den Geist. Übernehmen Sie endlich Verantwortung für das Land. Bayern ist Bürgerenergieland, Bioenergieland. Bayern kann Windenergieland werden. Und wenn wir es hier schaffen, 10 Gesetze zu Energie und Klima im Bundestag zu verabschieden, dann werden Sie es wohl hinbekommen, ein Energiewendegesetz zu verabschieden. Und das ist die Abschaffung der 10-H-Regel in Bayern. Und zwar zackig. Das erwarten wir. Lisa Badum aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo sie Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ist, bemängelt Klimaschutzmaßnahmen in Bayern. Nächster Redner ist hier Hans-Jörg Durz aus der Unionsfraktion. Obmann im Wirtschaftsausschuss. Werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Politik gibt es viele Definitionen, doch eine gilt ganz besonders in Krisenzeiten und die lautet: Politik ist die Kunst des Möglichen. Wenn man diese Definition anwendet, habe ich große Zweifel, ob die Ampel in dieser Krise wirklich Politik gestaltet. Denn sie weigert sich, in einer der größten Krisen dieses Landes alles zu tun, was möglich ist. Und die völlig vermurkste Gasumlage, die auch noch die Inflation anheizt, hat gezeigt, wie weit es mit der Regierungskunst her ist. Ob nun als Zufallsgewinnabschöpfung oder ein neues Strommarktdesign, die von Ihnen angekündigten Ideen brauchen nicht nur Zeit, sondern lösen nicht die Ursachen des Preisanstiegs auf den Energiemärkten, sondern dämpfen allenfalls die Folgen. Denn die größte Energiekrise seit Jahrzehnten ist vor allem eines, ein Angebotsschock. Und wie reagiert man zuallererst auf einen Angebotsschock? Man muss dann das Angebot ausweiten und alle möglichen Kapazitäten ohne ideologische Scheuklappen ans Netz bringen. Und es gilt eben auch für Biomasse und es gilt eben auch für den befristeten Weiterbetrieb von Atomkraft. Und wenn Sie uns das schon nicht glauben, dann können Sie zumindest auf die FDP hören, die das ja auch einfordert. Und die Wirtschaftsweisen, die übrigens Folgendes auch gesagt haben, die Atomkraftwerke als Notreserve einzusetzen, mal abgesehen davon, ob das technisch überhaupt möglich ist, steht ja auch noch in der Diskussion. Aber sie als Notreserve einzusetzen, hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm als die schlechteste aller Möglichkeiten bezeichnet, weil man nämlich weiterhin die Kosten hat, aber kein Strom produziert wird, der eine positive Wirkung auf den Strompreis hätte. Und unsere Betriebe und Handwerker brauchen dringend und zwar schnellstmöglich niedrigere Strompreise. Denn ja gut, dann hören Sie halt auf die Wissenschaft und die FDP, die sehr wohl alle der Meinung sind, dass es sehr wohl Wirkung auf den Strompreis hat. Denn der Bäcker wird sein Brot nicht erst dann nicht mehr backen können, wenn er gar keine Energie mehr hat, sondern dann, wenn er zum Beispiel aufgrund der Knappheit die extrem hohen Preise nicht mehr bezahlen kann oder wenn er die Preise nicht mehr weitergeben kann an seinen Kunden. Und der einzige Ausweg ist dann, die Produktion zu stoppen und Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Ein Vertreter meiner Handwerkskammer hat mir in diesen Tagen gesagt, im Handwerk stirbt man still. Ihre Aufgabe als Wirtschaftsminister ist es deshalb, das Angebot an Energie auszuweiten, allein schon, um den immensen Preissteigerungen entgegenzuwirken. Denn einer der einfachsten volkswirtschaftlichen Lehrsätze lautet: Angebot hoch, dann sinkt der Preis. Und da hilft jede zusätzliche Kilowattstunde. Darüber hinaus sind Unterstützungsmaßnahmen mit Sicherheit auch notwendig. Energiekostendämpfungsprogramm
ist im Grundsatz richtig, nur wirkt es nicht und wirkt es vor allem nicht für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie haben angekündigt, dass Sie dort jetzt mit einem Rettungsschirm agieren wollen. Allerdings hätten Sie über Monate Zeit gehabt, den auch vorzubereiten. Das heißt, es wird jetzt endlich Zeit, dass dieser auch umgesetzt wird. Sie müssen handeln, auch beim Strom, insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Und um einem Angebotsschock zu begegnen, braucht es in einer sozialen Marktwirtschaft dringend auch Innovation und Leistung. Der Haushaltsentwurf zeigt in innovativen Bereichen auch Kürzungen. Darüber müssen wir in den Haushaltsberatungen reden. Das kann nicht sein. Im Grunde im Gegensatz dazu übrigens ist der Haushaltsposten Öffentlichkeitsarbeit des BMWK deutlich angestiegen. Bedienen Sie sich nicht allein der Kunst des Redens, sondern vor allem der Kunst des Möglichen. Vielen Dank. Hans-Jörg Durz aus der CSU-Landesgruppe Obmann im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, der den Einzelplan 09 des Haushalts 2023 diskutiert, beziehungsweise den ersten Entwurf für das Haushaltsgesetz 2023. Und in dieser Debatte ist jetzt die drittletzte Rednerin dran, Nina Scheer aus der SPD-Fraktion, Sprecherin für Klimaschutz und Energie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen mit ein paar Fakten aus dem Haushalt, die ganz klar eines erkennen lassen, auch wenn natürlich über das letzte Wochenende noch mal weitere Haushaltstitel angeklungen sind, die dann noch im Weiteren aufzugreifen sein werden. Wir haben einen kräftigen Aufwuchs gegenüber dem letzten Jahr und wir haben in zentralen Bereichen, auch den internationalen Klimaschutzbereichen, einen Zuwachs. Wir haben Investitionsanreize mit Zusatz. Das ZIM ist mit Zuwachs versehen. Allerdings haben wir auch tatsächlich noch ein bisschen Klärungsbedarfe, wie das eben ist, auch für ein ordentliches parlamentarisches Verfahren gehört das dazu. Auch bei der neuen Mobilität, bei den GRW-Mitteln und auch noch bei Auslandsinvestitionen, um nur einige Sachen zu nennen. Ich möchte aber auch erwähnen, dass wir mit dem KTF, also dem Klimatransformationsfonds, über einen Jahreszeitraum, den Zeitraum von 2023 bis 2026, und das fällt dann leicht hinten runter, wenn man immer nur in Jahreshäppchen rechnet, dass wir da 177,5 Milliarden Euro investieren wollen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, die unmittelbar anknüpft an das, was sich im Übrigen in der Gesetzesmaterie tut. Und da haben wir schon eine ganze Menge im ersten Halbjahr auf den Weg gebracht, selbst wenn wir viele Notfallgesetze machen mussten. Mit dem Osterpaket sind auch mit einer großen EEG-Novelle viele Hemmnisse abgebaut worden für erneuerbare Energien, viele Hemmnisse abgebaut worden. Und weitere Hemmnisabbauten werden auch noch kommen mit den nächsten Paketen. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir hier enorm viel aufzuräumen haben. Wir haben es ja auch schon in der Großen Koalition erlebt, wie mühselig es war, Fortschritte für erneuerbare Energien reinzuverhandeln, auszuverhandeln, die Gegenwehr zurückzudrängen, die leider in den Reihen CDU/CSU über Jahre vorhanden waren. Das war ein mühseliges Geschäft und häufig sind darüber Kompromisse entstanden, die wenigstens ein bisschen Mehrwert für die Erneuerbaren bedeuteten, aber häufig auch Komplexität geschaffen haben. Und das jetzt alles so zurückzudrehen, dass wir tatsächlich diesen Booster für die Erneuerbaren hinkriegen, den wir brauchen, das ist wirklich auch kein einfaches Unterfangen. Und in diesem Sinne haben wir schon eine ganze Menge geleistet. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt im Moment darauf schauen, wie kriegt man die Versorgungssicherheit gewährleistet, dann haben wir natürlich einmal die finanzielle Fähigkeit einer Gesellschaft, die es zu stärken gilt. Da haben wir jetzt mit der Vereinbarung über das dritte Entlastungspaket schon einen weiteren dicken Meilenstein gesetzt, den es in die Umsetzung zu überführen gilt. Wir haben aber natürlich auch die weitere Fähigkeit aus der Gesellschaft heraus, mit den Unternehmen, aus den Unternehmen heraus, mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch sich weiter aus der Führe herausführen zu können. Deswegen muss das miteinander verzahnt werden, einmal zielgenau und möglichst wirklich zielgenau auch dort, wo der Schuh am meisten drückt, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den privaten Haushalten anzusetzen mit Hilfen, aber zeitgleich eben auch die Weichen immer weiter ein Stückchen weiter zu öffnen in Richtung Transformation, in Richtung erneuerbare Energien. Und hier möchte ich auch betonen, klar, wir haben eine Menge
erneuerbaren Energien Ausbaubedarf. Das ist ohnehin auf unserem Zettel, auf unserer Habenseite bei vielen Gesetzesänderungen, die wir schon gemacht haben. Aber wir können auch, wenn wir jetzt akut uns überlegen, wie können wir noch mehr Energie reinbringen in den Markt, dann haben wir auch noch eine ganze Menge schon installierte erneuerbare Energien, die noch weiter ausgelastet werden können. Wir haben zum Beispiel Nachtabsenkung für Windkraftanlagen. Die sind lärmbedingt durchaus in gewissem Rahmen sinnvoll. Aber jetzt in der Krisenzeit kann man sehr wohl überlegen, lasst uns daran. Wir können diese Potenziale brauchen, sie sind installiert. Das Gleiche bei Bioenergie. Natürlich, und da braucht es uns auch nicht CDU, CSU erst drauf zu bringen. Das ist natürlich schon längst auf dem Zettel, das ist schon längst in Arbeit. Da brauchen wir keine Nachhilfe, das ist schon längst in Arbeit. Und Sie wissen auch ganz genau, deswegen der Verweis, Herr Jung, ich glaube, Sie haben es erwähnt, dass da jetzt noch mit dem Antrag irgendetwas, wir eine Entscheidungshilfe bräuchten von Ihrer Seite mit irgendwelchen Anträgen, die in der Haushaltswoche ohnehin nicht ziehen. Nein, diese Dinge sind, das wissen Sie auch ganz genau, Sie wollten wahrscheinlich jetzt so wirken, als ob Sie schneller seien. Aber wie gesagt, es ist Haushaltswoche. Danach, in den danach folgenden Wochen, werden solche Anträge wieder behandelt. Und dann haben wir natürlich eine Überarbeitung des Energiesicherungsgesetzes, und das zeigt auch die Handlungsfähigkeit der Koalition. Und im Rahmen dessen wird natürlich auch weiter an den Befähigungen in Richtung erneuerbare Energiennutzung gearbeitet. Vielen Dank. Nina Scheer aus der SPD-Fraktion hat gleich mehrere Abkürzungen verwendet in ihrem Redebeitrag. Einen will ich Ihnen auflösen. ZIM, das ist das zentrale Investitionsprogramm Mittelstand, eins der Förderprogramme des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ungefähr in 8-9 Minuten geht es hier weiter mit dem Einzelplan Gesundheit. Und der zuständige Minister ist, wie Sie sehen, auch schon da, Karl Lauterbach. Wir schauen zurück ans Pult. Da steht Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion mit dem Haushaltsausschuss. Ich wäre da wirklich ein bisschen demütiger in diesen Tagen. Ihre Selbsteinschätzung zu Beginn Ihrer Rede, Herr Habeck, ich darf Ihnen das sagen, die hat mich fassungslos gemacht. Fassungslos gemacht, wie Sie sich selber sehen und wie die realen Ergebnisse sind, die Sie hier vorzuweisen haben. Und dabei habe ich Ihnen im Frühjahr gesagt, dass ich Sie nicht um Ihren Job beneide. Ich habe Ihnen sogar Respekt gezollt, weil ich den Eindruck hatte, dieser Mann stellt Parteipolitik hinten ran. Und ich habe Sie hierfür sogar öffentlich gelobt, was in meiner Fraktion nicht so gut ankam. Das darf ich ganz deutlich sagen. Ich bin selten so enttäuscht worden wie von Ihnen, Herr Habeck. Das darf ich hier in aller Öffentlichkeit sagen. Und ich sage Ihnen, wer nur der Publicity wegen agiert, wer hinterher nicht liefert, der wird das Vertrauen der Menschen schneller verlieren, als er es sich selbst vorstellen kann. Und deshalb auf eine anständige Performance, und die geben Sie wirklich öffentlich ab, da muss vor allen Dingen eine gute, aber auch schnelle Umsetzung erfolgen. Nur mit Quatschen, nur mit medialen Auftritten, da haben Sie, Herr Habeck, noch kein Problem gelöst. Und dass der Maischberger Auftritt totaler Quatsch und total lost war, ich glaube, das haben Sie selbst gemerkt. In so einer existenziellen Krise, wie sich unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, da dürfen einfach handwerkliche Fehler und Versäumnisse in dieser Art nicht passieren. Das sind bei Ihnen, das sind bei Ihnen keine Einzelfälle mehr. Ja, Frau Präsidentin? Entschuldigung. Gerne. Es gibt eine Frage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Aber sehr gerne. Sie dürfen. Lieber Kollege Mattfeld, vielen Dank, wo Sie das jetzt gerade ansprechen. Würde ich gerne Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis nehmen wollen, zu Beginn der Ampelkoalition, als wir das hier übernommen haben, dass dort geplant war, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, dass dort die Gasspeicher so leer waren wie eigentlich im Jahresdurchschnitt nie im Oktober letzten Jahres. Viel zu wenig Gas war eingespeichert. Und dass Sie in den letzten 16 Jahren die erneuerbaren Energien blockiert haben, statt vorangebracht. Und deswegen stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Und wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Nord Stream 2 jetzt gestoppt ist, dass derzeit sogar nicht mal mehr durch Nord Stream 1 Gas fließt, dass die Gasspeicher so gut gefüllt sind wie im Jahresdurchschnitt seit langem nicht mehr
und dass diese Ampelregierung noch vor dem Sommer ein massives Gesetzespaket zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien umgesetzt hat. Das sind so viele Gesetze, wie selten ein anderes Ministerium in so kurzer Zeit umgesetzt hat. Wollen Sie diese Leistungsbilanz zur Kenntnis nehmen, Herr Mattfeld? Ich freue mich sehr, Frau Dr. Christmann, dass Sie mir diese Frage stellen, insbesondere zu Nord Stream. Und jetzt sage ich mal Nord Stream 2, da gibt es auch Nord Stream 1. Und wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass Nord Stream 1 Ihre Erfindung ist, Sie Nord Stream 1 mit an den, ich sag's mal, an die Versorgung gebracht haben. Das war zu Ihrer Regierungszeit. Insofern auf andere Finger zeigen, hilft hier in diesem Fall überhaupt nicht. Sie haben dann, und diese Frage mir zu stellen, diese Frage mir zu Gasspeichern zu stellen, das ist schon eine Frechheit. Diese Frage müssten Sie Ihrem Koalitionspartner stellen. 2014 hat Herr Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Gasspeicher in Rheden, die Erdgaskonzessionen in Niedersachsen an Gazprom verkauft. Ich war seinerzeit Mitglied der Regierungskoalition, und das macht man sehr selten, dass man als Mitglied, hören Sie doch zu, Herr Banaschak, dass man als Mitglied einer regierungstragenden Koalition den eigenen Wirtschaftsminister kritisiert, warum er das in dieser Phase gemacht hat. Wir erinnern uns, 2014 ist gerade die Krim überfallen worden, und der SPD, dem Wirtschaftsminister Gabriel, fällt nichts anderes ein, als den Gasspeicher Rheden an Gazprom zu verkaufen. Ich habe das für einen Skandal gehalten. Und Sie haben noch eine dritte Frage gestellt, die Minister. Die Präsidentin hat das ja zugelassen. Diese mehr davon, wir hätten bei Windenergie nichts getan, Frau Dr. Christmann. 2005 waren wir, wenn ich es richtig weiß, bei 5% Windenergiestrom. Heute, in den Jahren danach, sind wir bei 50, im Moment über 50%. Das hat diese Regierungskoalition mit Partnern, die auch hier in der Mitte sitzen, die gelb waren, auch gemacht. Und wenn ich das sagen darf, ich war viele Jahre Altbürgermeister, fast 10 Jahre. Wir haben uns größte Mühe gegeben, Windenergie auszuweisen. Es waren Ihre Leute allzu häufig vor Ort, die das verhindert haben. Und deshalb, Herr Minister Habeck, was wir erleben, sind keine Einzelfälle. Die Gasumlage, die ist mit Verlaub solch ein Murks gewesen. Sie wäre gar nicht notwendig gewesen, weil Sie mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein Instrument haben, wie Sie dieses Problem zu einem Großteil hätten lösen können. Eine weitere Luftnummer, das war doch die Energiepartnerschaft mit Katar, die nicht vorankommt. Nicht ein Kubikmeter Gas wurde hier ratifiziert und konnte zu einer Entspannung der Märkte beitragen. Der Gaspreis, Herr Habeck, der ist auch dadurch durch die Decke gegangen, weil Sie auch in Norwegen, in Kanada nichts erreicht haben. Und vom abrupten Stopp Ihrer CO2-Gebäudesanierung, da redet schon keiner mehr. Und deshalb, es ist schon verwunderlich, Sie präsentieren uns in diesen Tagen jetzt einen Haushaltsentwurf, in dem Sie sogar die Wirtschafts-, Energie- und Klimapolitik gegeneinander ausspielen. Das ist übrigens auch gegenüber den 10.038 Mitarbeitern, müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, über 10.000 Mitarbeitern in Ihrem Geschäftsbereich nicht fair. Sie haben jetzt für 2023 für das Habeck-Haus 13 Milliarden Euro zur Verfügung im Entwurf. Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als 2022. Die Ausgabereste türmen sich auf mittlerweile über 2 Milliarden Euro auf. Und natürlich geht bei Ihnen auch die Stellenausweitungsorgie noch wieder munter weiter. Noch einmal bringen Sie 49 Stellen on top auf, wobei Sie den nachgeordneten Behörden zugunsten Ihres Mutterhauses sogar noch Stellen wegnehmen. Herr Habeck, es ist schon seltsam. Ich komme jetzt noch mal zu ein paar Punkten im Haushalt. Da gibt es eine Verliererseite. Das ist bei Ihnen im Hause ganz klar die Mittelstandspolitik, der Sie 56 Millionen Euro, also gut 5%, streichen. Bei der Außenwirtschaft, die für den Export so existenziell wichtig ist, streichen Sie 286 Millionen Euro, also fast ein Drittel. Bei der Deutschen Zentrale für Tourismus, die wollen Sie anscheinend kaputt schießen, kürzen Sie wieder 5 Millionen. Das sind fast 30% weniger als noch bei Herrn Altmaier. Und im Bereich Luft- und Raumfahrt auch mal eben 59 Millionen Euro. Und bei der Lehrlingsunterweisung und bei Fortbildungseinrichtungen für Auszubildende wird der Rotstift auch noch mal richtig angesetzt. Aber, Herr Habeck, Sie haben natürlich auch eine Gewinnerseite. Das ist beispielhaft die Investition. Die Investition zum Schutz der Biodiversität im Ausland.
Die erhält über 685 Millionen Euro mehr, obwohl bislang in diesem Jahr lediglich magere 110 Millionen abgeflossen sind. Sie haben auch Kryptisches. Das ist die energiepolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine. Die wird erneut mit 50 Millionen Euro angesetzt, obwohl bislang kein Euro abgeflossen ist. Gleiches gilt für den Wirtschaftsfonds Afrika. Eigentlich eine tolle Sache, aber 10 Millionen Euro und keine Abflüsse im laufenden Jahr. Da frage ich mich, was ist da los? Oder was ist da besser nicht los bei Ihnen? Und deshalb, Herr Habeck, ich würde mir, wenn ich Wirtschaftsminister wäre, schon die Fragen stellen. Ist das jetzt der richtige Moment, bei den Lehrlingen in unserem Land zu kürzen? Stichwort schlimmster Fachkräftemangel ever. Ist das jetzt der richtige Moment, bei der gebeutelten Tourismuswirtschaft noch einmal zu kürzen? Stichwort Umsatzausfall durch Corona. Und ist das jetzt der richtige Moment, bei der wertschöpfenden Industrie und bei Hochtechnologien zu kürzen? Stichwort Wettbewerbsfähigkeit in einer globalen Wirtschaft. Herr Habeck, Sie können nicht für die globale Gesamtlage etwas. Sie wirken aber, das darf ich Ihnen sagen, krisenverstärkend. Und nach 14 Haushalten in Ihrem Ministerium darf ich sagen, das ist das Schlimmste, der schlimmste Entwurf, den ich in 14 Haushaltsjahren für das BMWK erlebt habe. Eigentlich müsste dieser Haushalt noch einmal mit Blick auf die derzeitige Krise ganz neu aufgestellt werden. Herzlichen Dank. Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion und weil er seine Zeit als Bürgermeister erwähnt hat. Andreas Mattfeld kommt aus dem Wahlkreis 34, Osterholz-Verden. Das ist natürlich Niedersachsen und in Niedersachsen ist am 9. Oktober Landtagswahl. Lena Werner ist die letzte Rednerin in dieser Debatte nochmal aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Kolleginnen. Zum Abschluss der Beratung würde ich jetzt gerne noch mal auf einen wirtschaftsrelevanten Aspekt eingehen, und zwar den Tourismus. Hat der Kollege ja auch gerade schon aufgegriffen. Natürlich sind Urlaubsreisen und Restaurantbesuche eine Art Luxusgut, und in Krisenzeiten ist das wahrscheinlich das Erste, worauf man dann verzichtet. Aber wir brauchen alle mal eine Auszeit. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eine Wandertour durch die Eifel sein, es kann ein Städtetrip sein, ein Strandurlaub oder eben auf dem Campingplatz nebenan. Und gerade in diesen Zeiten der Krise ist das für unsere mentale Gesundheit besonders wichtig. Und unsere Gesellschaft befindet sich schon zu lange im Krisenmodus. Die gesamte Tourismusbranche wurde in den letzten beiden Jahren hart getroffen. Erst die Corona-Pandemie mit weitreichenden Folgen und nun folgt direkt eine Energiekrise und eine Inflation. Dazu kommt der seit Jahren wachsende Arbeitskräftemangel. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir weiterhin Geld in unsere touristische Infrastruktur investieren, um sie zukunftsfähig zu machen. Dazu zählt die Unterstützung, vielen Dank, Herr Kollege, der Deutschen Zentrale für Tourismus. Die Zentrale ist maßgeblich für das Marketing für den Tourismusstandort Deutschland zuständig. Und für einen gut funktionierenden Tourismus braucht es neben Marketing aber auch die entsprechende Infrastruktur und Rahmenbedingungen. Und als Querschnittsbranche wird der Tourismus von den Vorhaben der Koalition maßgeblich profitieren. Durch den Ausbau des ÖPNV und dem vorgesehenen bundesweiten Anschlussticket für das 9-Euro-Ticket schaffen wir einen bezahlbaren und unkomplizierten Nahverkehr. Und dessen Nutzung ist eben für Einheimische, aber auch Gäste sehr attraktiv. Durch die Modernisierung der Einwanderungsgesetze und der Stärkung der dualen Ausbildung bekämpfen wir den Fachkräftemangel und schaffen Erleichterungen in der Tourismuswirtschaft. Um das Gastgewerbe in der Krise weiterhin zu entlasten, haben wir uns darauf geeinigt, die Reduzierung der Umsatzsteuer auf Speisen zu verlängern. Das schafft Planungssicherheit für die Gastronomie, und hier möchte ich mich vor allem noch mal bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz dafür bedanken. Auch von der Kulturförderung des Bundes profitiert der Tourismus maßgeblich. Die Aufrechterhaltung und Pflege unserer Kulturdenkmäler sowie die vielfältige deutsche Kulturlandschaft sind für viele BesucherInnen entscheidende Faktoren, Deutschland zu bereisen. Und deshalb ist es umso bedeutsamer, dass das Bundesprogramm Neustart Kultur verlängert wurde. Davon profitiert die Veranstaltungswirtschaft und der ganze Kulturbereich. Und einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen. Es ist auch weiterhin ausschlaggebend, dass wir in anderen Ländern, besonders im globalen Süden, finanziell unterstützen. Der Tourismus ist nicht nur bei uns eine starke Wirtschaftskraft für viele Länder, trägt er zur nachhaltigen Entwicklung und finanziellen Unabhängigkeit bei. Das ist feministische Entwicklungspolitik. Und deshalb ist es elementar, dass Deutschland weiterhin an internationalen Projekten zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung sich beteiligt. Und damit stärken wir den Tourismus eben auch weltweit. Vielen Dank. Lena Werner war die letzte Rednerin in der ersten Beratung des Einzelplans 09 Wirtschaft und Klimaschutz der Etat des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck.